Ein geheimnisvoller Brief mit unbeschriebenen weißen Blättern. Ein Wodka, der für Paul zu stark ist und mehrere Geheimnisse, die noch zu lösen sind, heute bei Hör mal zu und dem Engländer. Alle Abenteuer von Paul und Stiefelchen findest du in der Playlist. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Paul sitzt am Schreibtisch und öffnet seine Post. Schon wieder eine Steuererhöhung. Was machen die bloß mit dem Geld? Na nun, was ist denn das? In dem großen pastellfarbenen Umschlag befinden sich leere weiße Blätter. Rene Darebot Blaze, 48, High Holborn. Ja? Haben Sie Zeit für Mr. Tommy? Aber sicher, bitte schicken Sie mal. Ich bin schon da, Nigel. Winslow, wir haben Sie schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Oh, ich bin zufrieden, es geht mir fabelhaft. Ihnen auch? Und nun genug gelogen. Warum sind Sie in mein Büro gekommen? Sie bleiben, wo Sie sind. Beobachten Sie das Haus und warten Sie weitere Befehle ab. Und wenn ich Sie wäre, würde ich beten. Ich verspreche Ihnen, wenn wir das Papier durch Ihre Schuld nicht wiederkriegen, ist auch Ihre diplomatische Karriere zu Ende. Was? Nein, wir haben glücklicherweise noch eine andere Trumpfkarte in der Hinterhand. Ausstand! Ach ja, Sie erwähnten unsere schlechte Kooperation. Schauen Sie, Nigel, ich habe keinen sehr hohen Intelligenzquotienten. Ich habe es nur mit Mühe und Not zur mittleren Reife gebracht. Das reicht ja. Trotzdem kann ich mir an fünf Fingern abzählen. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, verlieren wir dieses Spielchen. Also los, beichten Sie, was habt ihr vor damit? Verbreitung zwecks Propaganda. Auf beiden Seiten des Atlantiks? Selbstverständlich. Und was ist mit dem englisch-sowjetischen Handelsvertrag? Das soll damit sein. Ihr könnt euch zur Rücksichtnahme gegen die Russen verpflichten. Ich finde, der Westen darf sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Hm. Propaganda geht vor Butter. Aber nein, wir Briten verzichten auf keins von beiden. Wir sind Diplomaten. Entschuldigung. Hier ist West, ja? Was? Wo? Ja, natürlich möchte ich die Adresse. Schießen Sie los. Salisbury Villa 17, W23RF. Ja, ja, geht in Ordnung. Danke, Wiederhören. Entschuldigen Sie, aber wie Sie wissen, kommt das Geschäft vor dem Vergnügen. Wem sagen Sie das? Oh, da fällt mir ein, ich habe eine wichtige Verabredung, die möchte ich nicht versäumen. Sie wollen schon gehen? Ich muss, der Botschafter erwartet mich. War nett, Sie gesehen zu haben. Wiedersehen, Nigel. Unsere Türe ist immer offen für Sie. Nachdem sich die Tür geschlossen hat, grinst der Mann breit. Julie? Ja, Mr. West? Er ist uns auf den Leim gegangen. Naiv wie alle Amerikaner. Ja, ein Jammer, wie wenig die von uns gelernt haben. Die richtige Adresse haben Sie doch notiert. Natürlich, Sir. London SW3, Canning Road 13. Gut. Stellen Sie fest, wer das Haus bewohnt und mit wem wir es da zu tun haben. Londoner Tauben. Man liebt sie oder hasst sie. In der Nähe der Kennington Road treffen sich zwei russische Spione. Es ist bereits in anderen Händen. Das ist sehr schlimm. Es könnte schlimmer sein, Genosse Toll. Wir wissen bereits, wer die Papiere bekam. Sehr gut. Was ist geplant, damit sie nicht in falsche Hände kommen? Der nächste Morgen bringt London blauen Himmel und strahlende Sonne. Guten Tag. Entschuldigen Sie bitte, dass ich so früh am Morgen schon störe. Das macht nichts. Aber ich frage in allen Häusern dieser Straße nach, ob vielleicht eines zu verkaufen oder zu vermieten ist. Ja, meint's jedenfalls nicht. Oh, das ist sehr schade, wissen Sie. Meiner Frau und mir gefällt die Gegend so gut. Wir möchten gerne hierher ziehen. Sind Sie schon bei einem Makler gewesen? Natürlich. Bei welchem? Wir sind bei vielen gewesen. Wenn ich Ihnen jetzt alle Namen aufzählen sollte und... Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Selbstverständlich. Der Mann tritt hinter Paul in die Wohnung. Als er nach seinem Telefonat zur Tür kommt, ist der Mann verschwunden. Paul? Ja? Ein Mann ist an der Tür, er will dich sprechen. Ach, muss das denn sein? Ich habe dich doch extra gebeten, jeden Besucher abzuwimmeln. Er soll morgen wiederkommen. Morgen wäre zu spät, verehrter Mr. Temple. Zu spät für was? Vielleicht sollte ich mich erst mal vorstellen. Mein Name ist West. Ach nein. Ja. Hübsch hier. Das ist also gewissermaßen die Zentrale. Was für eine Zentrale? Die geistige. Ich habe gehört, Sie schreiben ein bisschen. Haben Sie gehört, ja? Ja. Scheint sogar was einzubringen, wenn ich mir das so ansehe. Hören Sie, Mr. West, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe leider sehr wenig Zeit heute Vormittag. Ich muss um 12 bei meinem Verleger sein. Ich muss meinen neuen Roman abliefern und das Manuskript vorher noch korrigieren. Wie interessant. Ist es das hier? Ja, das ist es. Und gegen 14.30 Uhr habe ich eine Besprechung. Also bitte, ich bin in Eile. Kommen Sie zur Sache. Zur Sache, natürlich.
Wetten Sie gerne auf Pferde, Mrs. Temple? Ja, ich habe ab und zu mal gewettet, aber was soll diese Frage? Ich habe einen Tipp für Sie, todsicher für das Rennen in Chepstow. Absalom im 4-Uhr-Rennen. Ein Außenseiter zahlt eine hohe Quote. Sind Sie nur gekommen, um uns einen heißen Tipp zu geben fürs Chepstow-Rennen? Aber nein, das war nur als ein kleiner Bonus gedacht. Für Ihre Bemühungen gewissermaßen. Ach, bemühen soll ich mich. Und für wen, bitte? Zum Beispiel für mich. Für Sie, für uns alle. Für uns alle? Ja, für unser Land. Sie tun doch bestimmt gerne was für unser Land. Ich würde sagen, das kommt ganz drauf an, was es ist. Ein sehr vernünftiger Standpunkt. Sehr vernünftig. Blinder Gehorsam führt, wie die Erfahrung ja, zur Diktatur. Übrigens lief mein Pferd namens Blinder Gehorsam. Es war 1952 im 2000 Guinness-Rennen hoch favorisiert, aber es lief nicht mehr auf Platz 1. Darf ich Sie endlich bitten, mir zu sagen, warum Sie gekommen sind? Wegen eines gewissen Schriftstücks, Mr. Temple. Was für ein Schriftstück? Sie sind ein beschäftigter Mann, ich bin ein beschäftigter Mann. Wozu sich mit Präliminarien aufhalten? Meine ich auch, kommen wir zur Sache. Geben Sie mir, was ich will, und ich werde dafür sorgen, dass Sie als Äquivalent eine Auszeichnung erhalten. Eine sehr ehrenvolle. Was für Auszeichnungen vergeben Sie denn? Keine, aber die Königin vergibt sie alljährlich. Diese Geburtstagsehrungen finden in 2 Monaten wieder statt. Augenblick, ich will mal versuchen zu klären, was Sie da eben zu mir sagten, ja? Bitte? Es soll sich in meinem Besitz etwas befinden, das Sie haben möchten, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Gut, und mir endlich zu verraten, was das ist, das wäre Ihnen wohl nicht möglich, was? Pardon, Sie sind doch Mr. Stephen Temple, Autor von früher byzantinischen Mosaiken. Leider nicht. Nein? Jetzt verstehe ich. Tut mir sehr leid, dass ich Sie belästigt habe. Sie halten mich jetzt wohl für komplett verrückt, weil ich klang für Sie wohl alles nach Blödsinn, was ich sagte. Habe ich recht? Ja, zum ersten Mal. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie von der Arbeit abgehalten habe. Ich muss Sie beide nochmals um Entschuldigung bitten. Na, sowas Blödes. Schuld daran hat meine Sekretärin, na, der werde ich die Leviten lösen. Bitte machen Sie sich keine Umstände. Ich finde den Weg schon allein. Ich habe Sie schon lange genug gestört. Entschuldigen Sie nochmals. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Paul massiert seine Schläfen. Da geht irgendetwas sehr Merkwürdiges vor. Ich wette mit dir 5 Pfund gegen einen Schilling, dass es einen Stephen Temple überhaupt nicht gibt. Das werden wir gleich haben. Telfer, Temples Templar Simon, Temple Paul, Temple Stephen, Verfasser von Wiedersehen mit Mesopotamien und von frühe byzantinischen Mosaiken. Also hier geht's ja heute zu wie in einem Taubenschlag. Wer das auch ist, den jag ich zum Tempel raus. Nein, halt, Steve. Die Sache fängt an, mich zu interessieren. Ich mach selbst auf. Vor der Tür steht ein kleiner und gedrungener Mann, der ständig mit seinem Kopf wippt. Mr. Temple? Ja, Paul Temple. Gut. Mein Name ist Jalenkov. Ich gehöre zur sowjetischen Handelsmission. Oh, Genosse Jalenkov, bitte kommen Sie rein. Ich habe Sie schon erwartet. Oh, Vorsicht, zu spät. Sie haben mich erwartet? Ja, selbstverständlich. Sie wollen etwas abholen, nicht wahr? Wie meinen Sie? Sie wollen von mir etwas abholen. Abholen? Was? Sie sind doch nicht gekommen, um mir zu sagen, ich soll es behalten. Ich verstehe Sie nicht. Ich wollte, dass wir uns über Tantiemen unterhalten. Habe ich Sie richtig verstanden? Ja, ich bin Sowjetdiplomat und möchte mich über Tantiemen unterhalten. Oh, interessant. Sie sind doch Mitglied bei der anglo-sowjetischen Literaturgesellschaft, so viel ich weiß. Ja, das stimmt. Und eines der Ziele, die Sie verfolgen, ist, dass wir Sie dafür bezahlen, wenn wir Ihre Bücher drüben bei uns drucken. Auch das ist richtig. Auch ich vertrete die Meinung, wir müssen Ihnen Geld geben. Seit heute ist ein Mitglied unseres Autorenverbandes hier. Diese Gelegenheit habe ich benutzt und gesagt, wie ich darüber denke. Er sagte, Sie sollen in mein Büro kommen, dann macht er Ihnen ein Angebot. Wann? Leider haben wir dafür nur sehr wenig Zeit. Er muss noch heute nach Moskau zurückfliegen. Na, dann komme ich noch heute Vormittag. Oh, wir freuen uns darauf. Ich bitte um Verzeihung. Also dann, wir erwarten Sie auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sie wissen doch, wo sich unser Büro befindet. Natürlich. Ja, dann, wie gesagt, wir erwarten Sie dort. Auf Wiedersehen, Mr. Temple. Auf Wiedersehen, Mr. Ich, Tempel. T-E-M-P-L-E. Ja, ich hatte eben Besuch von einem Mann namens Jalenkov. Er hat behauptet, er würde bei Ihnen arbeiten. Ich wollte Sie fragen, ob... Ach, Sie kennen ihn? Ja, das wollte ich wissen. Vielen Dank. Könnten Sie mir noch beschreiben, wie er aussieht? Hat einen Regenschirm und redet viel. Das war er. Ja, er ist schon wieder weg. Haben Sie recht, vielen Dank. Wo willst du hin? Muss weg. Hast du nicht heute früh gesagt, du musst deinen Roman überarbeiten? Mhm. Na und? Man hat mir meinen Morgen ruiniert, dafür werde ich mich rächen. Mhm.
Mit einem kurzen Kuss auf die Schnute verabschiedet sich Paul. Was beide nicht wissen, ihre Wohnung wird observiert. Es ist stinklangweilig, hier dauernd rumzusitzen. Ich werde mal seine Frau besuchen. In der Zwischenzeit ist Paul im Sowjetbüro angekommen. Trinken wir erst einmal. So, Mr. Temple, darf ich bitten... Oh, Entschuldigung. Auf die Internationale Literaturstiftung. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Vielen Dank. Ja, zur Sache. Mein Freund oder Genosse Toll hat ebenso wie ich zu der neuen Stiftung eine positive Einstellung. Wir wollen den Grundstein legen. Und er hat heute zu mir gesagt, der sowjetische Schriftstellerverband ist damit einverstanden, sofort etwas zu überweisen. Und zwar 5000 Pfund, die als erste Anzahlung gedacht sind. Und wer soll die Verwaltung übernehmen? Sie natürlich. Und warum gerade ich? Weil uns Ihr Name genannt worden ist, und zwar von Mr. Vincent Proud. Wir unterhielten uns darüber, als er in Moskau war. Sie sind doch wie er Mitglied bei der anglo-sowjetischen Literaturgesellschaft, oder nicht? Ja, und ich kenne Vincent sehr gut. Ich habe sogar nachher eine Verabredung mit ihm. Ihr Freund Prout hat uns auch erzählt, Sie würden sich bei der Verbrechensbekämpfung tatkräftig und erfolgreich einsetzen. Er sagte, Sie wären der beste und zuverlässigste Mann, um das Geld gerecht aufzuteilen und dann weiterzuleiten. Diese Zahlung ist selbstverständlich absolut inoffiziell. Und wir werden auch außerhalb dieser vier Wände nicht darüber sprechen. Sie können also nach Gutdünken über diese 5000 Pfund verfügen. Ah, jetzt verstehe ich. Nun, wie klingt das, Mr. Temple, hä? Äußerst verdächtig. Oh. Aber wieso denn verdächtig? Wir offerieren Ihnen großzügig einen Freundschaftsvertrag und Sie finden das verdächtig. Also das begreife ich nicht. Ich dafür umso besser. Heute sind mir nämlich schon eine Reihe von Merkwürdigkeiten widerfahren. Tja, nun kommen Sie und bieten mir 5000 Pfund und nach wie vor erkennen Sie unser Copyright nicht an. Eine gute Frage, nicht wahr, Genosse Toll? Ich werde sie beantworten. Sie sind doch Schriftsteller und kennen die englischen Sprichwörter. Eines davon sagt, hilf den anderen und du hilfst dir selbst. Wenn es juckt, kratzen Sie mich am Buckel? Ja, und ich kratze dafür Sie, wenn es Sie mal jucken sollte. Verstehen Sie? Man kann natürlich auch sagen, eine Hand wäscht die andere. Genau. Nun ist zufällig die Situation so, dass uns der Buckel juckt. Und Sie könnten ihn kratzen. Was meinen Sie dazu? Dass Sie lieber mal baden sollten. Yeah. Es kann Ihnen nichts passieren. Es ist nicht unehrenhaft, wenn wir um unser Eigentum bitten. Als Sie vorhin bei mir in der Wohnung waren, haben Sie behauptet, nichts von mir zu wollen. Ja, er hat recht, aber das hatte seine Gründe. Ich wollte nämlich, dass Sie erst einmal hören, was unser Freund und Genosse Toll Ihnen zu sagen hat. Und nachdem er so großzügig war, darf ich wohl hoffen, auch Sie werden nicht kleinlich sein. Oh, selbstverständlich dürfen Sie das hoffen. Schließlich sind 5000 Pfund eine Menge Geld. Ja, wir waren sicher, dass Sie unsere Großzügigkeit anerkennen. Ja, ja, natürlich, aber dummerweise gibt es immer noch ein Problem, Genosse Jalenkow. Ja? Leider habe ich das, was Sie suchen, überhaupt nicht. Trinken wir noch einen kleinen Schluck zum Abschied. Ich bedauere, ja, aber ich bitte Sie, trinken wir auf unsere Freundschaft. Genosse Toll nimmt nach Moskau Grüße an Ihre Kollegen. Wirklich nur einen kleinen. Natürlich, nur einen kleinen. Genosse Toll? Auch einen kleinen. Alle einen kleinen. Ich auch einen kleinen. Und nun trinken wir. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Auf unsere Freundschaft. Kaum hatte Paul den Wodka gekippt, gingen bei ihm die Lichter aus. Hör mal zu, dein Kanal. Während der liebe Paul K.O. ist, bekommt Stiefelchen unangenehmen Besuch von einem Mann. Ich möchte Sie bitten, Ihren Mann zu überreden, dass er es mir gibt. Und was soll er Ihnen geben? Was soll denn das, Mrs. Temple? Es hat keinen Sinn, mir die Naive vorzuspielen. Heute Morgen kam es hier an, und zwar direkt durch Ihren Briefkasten. Heute früh bekamen wir nur diese Briefe, und ich gehen Sie wohl kaum was an. Was ist denn das? Hey! Also passen Sie auf, ich mache Ihnen ein Angebot. $20,000 in Ihr Nähkästchen. $20,000? Bitte nicht festlegen, es kann vielleicht noch mehr rausschauen. Wenn ich wieder im Hotel bin, werde ich ein kleines Ferngespräch führen. Ah, nach Milwaukee. Kluges Kind. Ach, wo ist eigentlich Mr. Temple? Er hat seinen kosmopolitischen Tag, er ist bei einem Russen. Heute früh war doch einer hier. Ist er etwa zu dem gegangen? Den kennen Sie, so ein Zufall. Er heißt Sergei Jalenkow, habe ich recht? Jawohl, so heißt er. Das war von Ihrem Mann ziemlich leichtsinnig, Mrs. Temple. Der alte Sergei ist ein kaltblütiges Ungeheuer. Paul erwacht am nächsten Morgen in den schmutzigen Hafendocks von Rotherhithe. Er schleppt sich nach Hause und erklärt Stiefelchen, was vorgefallen ist. Ich möchte wissen, was hier gespielt wird. Erst kommt ein Engländer, dann kommt ein Russe. Jetzt fehlt nur noch ein Amerikaner. Der ist gerade gegangen. Wer? Der Amerikaner. Er kam kurz, nachdem du weggegangen bist.
Was wollt ihr? Wir hatten eine kurze, aber leidenschaftliche Affäre und dann ist er für immer aus meinem Leben verschwunden. Ich bitte dich, ich habe jetzt keinen Sinn für dumme Witze. Da geht's dir genauso wie mir. Was wollte er? Vermutlich dasselbe wie die anderen, aber er war bereit dafür, $20,000 in meinem Nähkästchen zu verstecken. Die Preisspirale wird angekurbelt. Was er sucht, hat er wohl nicht verraten. Nein, aber er hat gesagt, es wäre heute Morgen durch den Briefschlitz geworfen worden. Durch den Briefschlitz? Augenblick. Was ist das? Leere Blätter. Sie waren in einem Kuvert, das heute früh durch den Briefschlitz gesteckt wurde. Ja, Lenkow wird es doch nicht etwa mit der alten Masche versuchen? Nein, 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 Harry, das wäre wirklich zu primitiv. Was meinen Sie? Die Tour mit kompromittierenden Fotos. Das wird er doch bestimmt nicht nochmal wagen, oder? Also ich würde ihm jederzeit zutrauen. Sehr originell ist Tjalenkov noch nie gewesen. Aber er ist auch nicht dumm. Er weiß, dass er mit der Nummer kaum noch was ausrichten kann. Vergessen Sie nicht, dass Toll zurzeit da ist. Toll ist da? Wieso wurde ich davon nicht informiert? Er kam gestern mit dem Flugzeug an. Lesen Sie meinen Bericht, nicht? Toll ist also da. Das gibt der Sache ein völlig anderes Gesicht. Ich werde mal diplomatischen Kontakt aufnehmen. Julie. Ja, Mr. West? Bitte eine Verbindung mit der sowjetischen Handelsmission. Hinter diesen Blättern können Sie doch nicht her sein. Dein Amerikaner hat gesagt, es wäre heute früh angekommen. Und da bei der Post nichts Besonderes war, kann es sich nur um diese Blätter handeln. Aber wieso kann eine Menge unbeschriebenes Papier so wichtig sein? Tja, mein Schatz, das ist die $20,000-Frage. Hallo, Nigel! Ah, ja, da bist du ja, du alter Gauner. Ich dachte schon, wir hätten uns verpasst. Wie geht es dir? Nicht so gut wie dir. Alter Kapitalistenknecht. Ein Engländer, ein Russe und ein Amerikaner. Es muss also von internationaler Bedeutung sein. Paul, du hast doch noch eine Verabredung, oder? Ja, mit Wenn Vincent Braut, das hätte ich fast vergessen. Du könntest ja beim Verlag vorbeifahren und dein Manuskript... Ein herrlicher Tag. Das ist weg. Hm? Dein Manuskript? Was ist damit? Das ist verschwunden. Der arme Marx muss auf einem Kapitalistenfriedhof liegen. Aber darunter leidet ihr Kapitalisten mehr als wir. Ihr könnt ihn nicht mehr loswerden, obwohl er längst im Paradies ist. Sehr schön, dich mal wiederzusehen. Kommen wir zur Sache. Was kann ich für dich tun, mein alter Freund? Du könntest mir andeuten, wie weit du mit ihm gekommen bist. Von wem redest du? Von dem hier. Der clevere Mr. Temple, Ja, war bei dem Fuchs Jalenkow. Was hast du mit dem vor, du gerissener Gauner? Ach, weißt du, ich muss doch unsere Interessen schützen. Die Arbeit kannst du dir sparen. Das machen wir schon für euch. Entschuldige bitte. Hä? Darf ich? Oh. Danke, sehr nett von dir. Und West? Unser Pferdchen trabt schon wieder, Sir. Dann machen Sie für mich eine Wette auf Platz und Sieg. Tun Sie gefälligst, was ich sage. Ich möchte nichts riskieren. Die Mutter, ich werde Sie weiter auf dem Laufenden halten. Gut verstanden, Ende. Entschuldige. Tja, bis jetzt hattest du also noch kein Glück. Nein, noch nicht. Rufst du mich an, wenn sich das ändert? Mit dem größten Vergnügen. Das glaube ich. Und du verständigst mich, wenn... Nun verlass dich doch. Ich möchte dir was vorschlagen. Hm? Die Zeit scheint mir gekommen, um drastischere Maßnahmen zu ergreifen, findest du nicht? Nachdem Paul und Stiefelchen im Gran Via Restaurant einen Wermut getrunken haben, geht es nach Hause. Stiefelchen? Ja? Ich habe zwar vorhin zu dir gesagt, du hättest keinen Grund zur Scheidung, aber vielleicht suchst du dir doch besser einen Anwalt. Nett. Ich vermute, dass dazu auch ein kleines Briefchen gekommen ist. Vermutest richtig. Wenn Sie uns das, was wir von Ihnen wollen, nicht innerhalb der nächsten 2 Stunden ausliefern, liefern wir Ihrer Frau von diesem Foto einen Abzug. Schön. Was hat das zu bedeuten? Ein Beweis meines Vertrauens. Die amerikanischen Sitten nehmen hier immer mehr überhand. Na und ob? Ist dir was gestohlen worden? Nein, ich glaube nicht. Hast du deine Brieftasche noch? Ja, und noch alles drin. Tja, aber was wollten die von dir, wenn nicht dein Geld? Ein Stoß Papier, das unbeschrieben ist. Papier, das unbe... Du meinst die leeren Blätter, die ich da zusammengelesen habe? Sie haben sie also nicht mitgenommen. Das meiste davon habe ich wieder in deinen Aktenkoffer getan. Danke, aber ich habe bis jetzt durch dieses Papier nur Ärger bekommen. Soll ich die Polizei rufen? Ach nein, vergiss es. Okay, es war ja dein Köpfchen.
Ich mache dir einen Vorschlag, Paul. Fahr heim und leg dich ins Bett. Wir haben heute ein Programm, das nicht wichtig ist. Ich schicke dir von meinem Bericht eine Abschrift. Dein Referat werde ich abwarten und bis dahin muss ich mal gründlich nachdenken. Tja, naja. Ja, ja. Entschuldigen Sie, verehrte Mrs. Temple, aber ich verstehe nicht, dass Sie unbedingt zu ihr gehen wollen. Aus reiner Neugier, Mr. Jalenkov. Ich möchte gerne wissen, was meinen Mann an ihr so fasziniert. Verstehe. Unter diesen Umständen müssen wir Ihnen helfen, hm? Ja, Entschuldigung, Genosse Toll. Ja, tja, ihr Name ist Natalia Majewnova. Sie ist 23 Jahre alt, hat in Moskau studiert und jetzt arbeitet sie hier als Dolmetscherin. Und hat Verhältnisse mit verheirateten Männern. Sie wirkt auf Männer anziehend. Sehr sexy. Und verbieten können wir ihr das nicht. Das ist Privatsache, verstehen Sie? Eine Privatsache, die Sie fotografiert haben? Das war primitiv, ich gestehe es. Aber nicht unberechtigt. Ich wollte von Ihrem Mann etwas, was uns gehört. Und ich brauche es sehr dringend. Ich bedauere, dass Ihr Mann sich entschlossen hat, Ihnen das zu zeigen, Mrs. Temple. Ah. Mr. Jalenkov, gestatten Sie mir ein Gespräch mit Ihrer Miss Majewnova? Natürlich. Ich versuchte in Moskau, als sich der Rummel um mich etwas gelegt hatte, zwei Giganten der modernen sowjetischen Literatur zu sprechen. Wladimir Malenin und Gregor Dobromov. Wie können Sie es wagen? Wie bitte, Mrs. Olga? Ich verstehe nicht. Ich verbiete Ihnen, diesen Stümper zusammen mit einem Mann wie Malenin zu nennen. Dobromov ist es nicht einmal wert, Malenins Stiefelspitzen zu küssen. Aber das ist doch Ansichtssache. Nein, Mrs. das Olga. Ist es nicht, Vincent. Nun, ich habe jedenfalls versucht, beide zu sprechen, aber im Fall Malenin bin ich überall auf taube Ohren gestoßen. Er ist momentan nicht sehr en vogue. Ich habe gehört, dass die Situation der Schriftsteller sich ständig bessert. Dass ich nicht lache. Also, Natalia, ich muss sagen, Ihre Reize kommen auf dem Foto gar nicht richtig zur Geltung. Sie erlauben doch, dass ich Sie Natalia nenne. Aber bitte, wenn es Sie freut. Und ich bin für Sie natürlich Steve. Wie Sie wünschen. Steve. Ich hoffe, das liegt nur an den Umständen. Oder sind Sie ein bisschen neurasthenisch, hm? Neurasthenisch? Wie meinen Sie das? Ich meine nervös. Nervös? Ich bin doch nicht nervös. Sehr gut. Dafür würde nämlich auch überhaupt gar kein Grund vorliegen. Erledigen wir die Sache, wie es unter zivilisierten Menschen üblich ist. Erledigen? Was? Meine Scheidung, selbstverständlich. Sie wollen sich scheiden lassen? Schon lange. Das ist in Amerika einfach. Leider leben wir in England. Da braucht man Beweise, zu denen Sie mir verhelfen werden. Genauer gesagt, Sie haben sie schon geliefert und dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Oh. Möglicherweise gibt es durch Ihren Fehltritt furchtbare diplomatische Verwicklungen. Vielleicht auch einen Skandal. Das bedauere aber ich alles, aber... Aber es war doch gar nicht so. Was war nicht so? Hm? Wie man es nach dem Foto glaubt. Ach, Sie dummes Gänschen. Denken Sie wirklich, ich habe nicht gemerkt, dass dieses alberne Bild gestellt war? Warum sind Sie denn hier? Ich will rausfinden, was Jalenkov von meinem Mann will. Wissen Sie das wirklich nicht, Mrs. Temple? Nein. Es geht um Folgendes. Was machen wir jetzt? Ein anonymer Hinweis? Dauert alles zu lange. Wir müssen Jalenkov unbedingt zuvorkommen. Das würden wir doch. Wenn man uns meldet, Fremde durchsuchen sein Haus. Hey, deine Reaktionen lassen nach, Winslow. Ich hätte durch die Tasche geschossen. Ja, freut mich, dich zu sehen. Geht es dir gut? Ja, danke. Möchtest du ein Kaugummi? Oh, sehr gerne, vielen Dank. Ah, eine wunderbare Stadt ist dieses London, sogar wenn es regnet. Naja, hält keinen Vergleich mit Moskau aus. Die Kathedralen Maria, Verkündigung und Himmelfahrt im Kreml sind doch einfach fantastisch. Ich persönlich fühle mich am Rockefeller Platz in New York wohler. Dort fühlt man die starke Beziehung zur modernen Welt. Hm? Mhm. Naja. Genf ist auch eine reizende Stadt. Ein Paradies ist das. Hast du es etwa schon, Sergej? Noch nicht. Aber du auch noch nicht, oder? Nach meinen Informationen hast du aber doch etwas erwischt. Deine Informanten arbeiten schlecht. Alberne Schwätzer sind es. Was ist so komisch daran? Wir? Wir? Wir sind an unsere Spielchen so gewöhnt, dass wir uns wundern, wenn mal jemand nicht mitspielt. Du meinst Temple? Wir wissen nicht einmal, ob wir ihn unterschätzt oder überschätzt haben. Ja, ich rufe dich wieder mal an. Es war mir eine Freude, Winslow. Dieser widerliche Kaugummi. Molly, wer hat Ihnen denn diesen Tipp gegeben? Wir haben einen anonymen Anruf erhalten. Und das genau, als Sie ihn brauchten, ja? Na, hören Sie. Ich verstehe nicht, was wollen Sie denn damit sagen, Mr. Dass das eine hervorragende Entschuldigung für das Durchführen meiner Papiere ist. Wir sind doch hierher gekommen, um zu verhindern. Mr. West, ich möchte mit Ihnen nicht mehr diskutieren. Ich darf Sie jetzt bitten, meine Wohnung zu verlassen. Na, nicht sehr höflich, der Gentleman. Was habe? Und das mir. Wenn ich nur endlich rauskriegen würde, hinter was die alle her sind.
Na, es gibt einen einfachen Weg, das festzustellen. Welchen? Frag mich. Dich? Was weißt du von der Sache? Ich war erst bei Jalenkow und dann bei deiner süßen kleinen Konkubine. Sie heißt übrigens Natalia. Sie hat mir interessante Ratschläge gegeben. Was für welche? Oh, typisch weibliche Dinge. Sie war begeistert von meinem Kostüm. Da habe ich ihr verraten, wo ich es gekauft habe. Dafür bekomme ich von ihr Modezeitschriften, die direkt aus Moskau kommen. Ich höre wohl nicht recht. Willst du damit sagen, dass ich erpresst wurde? Betäubt, verprügelt, dass man hier einbrach, nur wegen ein paar Modezeitschriften? Nein. Warum dann? Es geht dabei um ein Manuskript. Manuskript von mir? Nein, von Malinin. Wladimir Malinin? Ja, sie glauben, dass du es besitzt. Aber wieso denn ausgerechnet ich? Das möchte ich auch wissen. Also nun mal langsam. Das wäre zwar eine Erklärung dafür, dass sich auch West und der Amerikaner dafür interessieren. Aber es erklärt nicht, warum sie... Es sei denn, alle drei glauben, das leere Papier wäre das Manuskript. Aber dann bleibt noch die Frage, woher wissen sie, dass ich... Was ist das? Rückkehr nach Sibirien von Wladimir Malinin. Und wieso ist das plötzlich in einem Koffer? Das möchte ich... Ich weiß, wer es reingelegt hat. Winston Prout. Aber natürlich ist das echt. Die wissen doch, dass wir einen Mann mit meiner Erfahrung nicht reinlegen können. Ja, es ist für die Echtheit auch ein Beweis vorhanden. Den bekommt nur der zu sehen, der mit mir abschließt. Ich garantiere Ihnen für die Echtheit, Jim. 5000 Pfund? Ich wollte mehr dafür haben. Okay, ich werde es mir überlegen. Ich rufe Sie wieder an, Jim. 5000 Pfund. Der geht noch höher. Ganz sicher. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Für dich, mein Freundchen, bin ich ein Mann mit einer Pistole. Ich möchte dabei noch besonders auf den Schalldämpfer hinweisen. Was wollen Sie von mir? Stören Sie sich nicht dumm, Prout. Unsere Zeit ist knapp. Sie wissen genau, wer wir sind und was wir von Ihnen wollen. Also raus mit der Schwarte. Also ich hab Sie nicht wirklich. Wer hat Sie dann? Temple hat Sie auch nicht, das wissen wir inzwischen. Und dass Sie die Papierchen jemand anders anvertraut haben, bezweifle ich. Also sind wir wieder bei Ihnen gelandet. Warum wollen Sie sie aus überhaupt? Aus geschäftlichen Gründen. Will Sie Amerika zur Veröffentlichung erraten? Ja, dann, was bieten Sie mir Na dafür? Also, wir fangen an, uns zu verstehen. Ich biete Ihnen dafür, falls Sie sie mir sofort und freiwillig herausrücken, natürlich mit der Echtheitsbescheinigung, dass Ihre hübsche Nase nicht beschädigt wird. Aber ich sagte Ihnen doch gerade, dass ich sie nicht habe. Lassen Sie es nicht darauf ankommen, dass mein Freund sich mit Ihnen unterhält. Der redet nämlich immer mit den Händen. Oh. Sehen Sie, ich habe Sie gewarnt, aber Sie so, glauben ja nicht, dass Sie sind genug gewechselt. Ach, schade, dass das so schnell ging. Zwischen uns ist nämlich noch eine Rechnung offen. So, Vincent, und jetzt werden wir uns unterhalten. Los, pack aus. Tja, weißt du, es war so, das Manuskript bekam ich in Moskau von Dobrumov. Und dazu einen Brief unterschrieben von Malinin. Er autorisierte mich, sein Werk im Westen zu verkaufen und das Geld für wohltätige Zwecke zu verwenden. Und die Wohltätigkeit fängt bei dir selbst an. Tja, warum nicht? Ich habe mich immerhin mit den Geheimdiensten von Ost und West rumgeschlagen. Hier hast du mir auf den Hals geschickt. Ach, das tut mir leid. Aber mir ist nichts Besseres eingefallen, um die Brüder wieder loszuwerden. Hör zu, ich mache dir einen Vorschlag. Du behältst das Manuskript und ich werde einen Verleger suchen. Dann verkaufen wir es und machen 50-50. Einverstanden? Hast du von Malinin wirklich einen Brief? Ja. Warte, ich zeig ihn dir. Hier. Ist das seine Unterschrift? Ja, ich sah Briefe von ihm bei Dobrumov. Kann ich den Brief mitnehmen? Wofür denn? Ich will ihn fotokopieren lassen. Wozu? Für meine umfangreiche Autogrammsammlung. Paul lächelt und schenkt sich einen Bourbon ein. Ausgeschlossen. Das ist gefälscht. Ich kenne seine Schrift. Sind Sie sicher, Madame Olga? Vergleichen Sie bitte beide Unterschriften. Es ist unverkennbar. Für Leute, die von Schriften wenig verstehen, ist möglicherweise eine Ähnlichkeit vorhanden. Aber sehen Sie, das ist tot. Hat überhaupt keinen Schwung. Nein. So leicht sind Unterschriften nicht zu kopieren. Sie hatten mit ihm immer Verbindung? Ja, dieser Brief ist der letzte, den ich bekommen habe. Ich erhielt ihn vor... Wann war das? 18 Monate ist das her. Also anderthalb Jahre. Damals hat man ihn aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Richtig. Wissen Sie, wo er ist? Ich hörte, dass er in Kiew sein soll, aber das war schon vor 6 Monaten. Es kann sein, dass er noch dort ist. Halten Sie es für möglich, dass er verhaftet wurde? Die russische Presse hat ihn zwar sehr oft angegriffen, aber ich glaube kaum, dass sie ihn verhaften werden. So ist eine Welt der Abenteuer so. Begeben wir uns nun ins quirlige Nachtleben von Soho. Na? Danke, ich hab noch. Noch ein Glas? Gerne. Kommen Sie auf die Terrasse. Sie haben doch nicht etwa Geheimnisse? Das war nur geschäftlich. Was hat er gesagt? Ich soll auf die Terrasse kommen. Er will mir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, pardon. Oh, Winslow. Darf ich bitten, Gentlemen? Da wären wir. So. Ich bat Sie, zu mir herauszukommen, weil ich für jeden von Ihnen ein kleines Präsent habe. Für jeden? Ja, für jeden, Mr. Jalenkow. Sie haben doch nichts dagegen, wenn wir die Güter gleichmäßig verteilen, Genosse. Oh.
So, dann fangen wir an. Vincent, du möchtest sicher gern von mir dein Eigentum zurückhaben. Aber doch nicht jetzt, du Idiot. Sicher, ich kenne keine bessere Zeit als die Gegenwart. Außerdem bin ich etwas vergesslich, deswegen möchte ich es vom Hals haben. Und das hier ist für Mr. West. Darf ich bitten? Vielen Dank. Mr. Toomey möchte sicher auch was haben. Ich empfehle Ihnen übrigens dafür zu sorgen, dass Mr. West den Inhalt nicht in die Finger kriegt. Er gehört zu der Sorte von Menschen, die keine Skrupel haben, sogar ein Meisterwerk zu zerstören, wenn sie damit einen anglo-sowjetischen Handelsvertrag retten können. Und nun zum Genossen Jalenkov. Darf ich bitten? Ja. Ich möchte auch Ihnen eine Empfehlung mit auf den Weg geben. Zeigen Sie Mr. Tall nicht, was Sie bekamen. Warum nicht? Er wird sich darüber sicher freuen. Oh, das bezweifle ich, Jalenkov. Sie wissen doch so gut wie ich, dass Tall für den sowjetischen Geheimdienst arbeitet. Und ich bin sicher, er ist nur hier, um dafür zu sorgen, dass man das Manuskript im Westen veröffentlicht. Aus welchem Grund denn? Um Malinin zu diskriminieren. Dann könnte man ihn als Verräter verurteilen. Und warum hat mich Tall nicht ins Vertrauen gezogen? Damit Sie sich unter allen Umständen so benehmen, als ob die Sowjets wirklich interessiert seien an diesem Manuskript. Damit die westlichen Geheimdienste nicht misstrauisch werden. Ich fürchte, dass man auch Sie zum Narren gehalten hat, künstlerischer Freund. Ja, ja. Und nun wünsche ich jedem Beteiligten von ganzem Herzen, dass sein Kuvert wirklich Malinins Manuskript enthält. Aber es gibt davon, wie Sie wissen, leider nur ein Exemplar. Da ich keinen von Ihnen enttäuschen möchte, befindet sich im Kuvert der Verlierer eine Kopie vom Manuskript meines neuesten Werkes. Es ist stinklangweilig. Ich hab's gelesen. Ich kenne andere von ihm, die waren gut. Es ist kein vollwertiger Ersatz, das weiß ich, aber es ist wenigstens ein Trost. Ja, Brüderchen Temple, wem von uns haben Sie denn nur das echte Manuskript gegeben? Ich hab wirklich keine Ahnung. Ich hab die Kuverts einfach gemischt und erst dann adressiert. Ich finde, so kann man mehr Spaß daran haben. An was? An einem völlig neuen Gesellschaftsspiel. Es heißt, die Helden vom Geheimdienst oder wer macht wem die Hölle heiß. Die Spielregeln muss ich Ihnen wohl kaum erklären. Ich bin zum Glück dabei überflüssig geworden. Oh, öffnen Sie das lieber noch nicht. Warten Sie besser, bis Sie keine Zuschauer haben. So, und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und viel Erfolg. Ach, bin ich neugierig. Oh! Ich hab's nicht. Meinen Schirm, bitte. Habe. Ach auf, die Jagd geht weiter. Kommen Sie, wir müssen Was gehen. Was war denn los? Das sag ich Ihnen später. Ist eine Welt der Abenteuer. Zu Hause angekommen, fallen sie beide müde auf ihr Plüschsofa. Stiefelchen lehnt ihren Kopf an Pauls Schulter. Und wer von Ihnen hat es jetzt? Keiner hat's bekommen. Hier ist es. Und das ist eine Fälschung? Natürlich, das ist Abramowsches Gestammel und nicht die große Sprache von Malinin. Sie haben recht. Übrigens habe ich unseren Freunden zuliebe meinem Roman einen neuen Titel gegeben. Er heißt jetzt Steppenwölfe. Grandiose Sprecher sind es wert, noch einmal erwähnt zu werden. Klaus Höhne, Christian Brückner, Tilly Lauenstein, Ruth Niehaus, Gerd Günther Hoffmann und Hans Petsch. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Danke für dein Like und bis demnächst. Darauf haben wohl viele Frauen gewartet, dass Stiefelchen mal einen Fall liest. Und genau das tut sie heute im neuesten Engländer. Danke fürs Einschalten und danke für dein Like. Hör mal zu präsentiert. Die Abenteuer von Paul und Stiefelchen. Er ist Schriftsteller und Hobbykriminalist. Sie ist nicht nur eine Hausfrau, sie ist seine gleichwertige Partnerin. Und das ist in den 60er Jahren wirklich außergewöhnlich. Erleben Sie Gerd Günther Hoffmann und Ruth Niehaus in Stereo. Gute Unterhaltung und danke für ein Like. Ein Fall für Stiefelchen in Stereo. Die letzten Wochen waren für Paul und Stiefelchen reine Erholung. Keine Gangster, keine Schusswaffen, keine Lebensgefahr. Doch das soll sich recht schnell ändern. Das war ganz ausgezeichnet, Ellie. Unser Plan ist ein hervorragender Couturier. Mit ein bisschen Glück macht der Maritina zum Paris von Afrika. Auf Ihrem neuen Posten können Sie ihm jeden Weg geben. Oh, und ich werde seine Modelle tragen und Reklame für ihn machen. Ich fürchte, mit dem Gehalt eines Delegierten der Organisation afrikanischer Staaten kann man seine Kleider nicht bezahlen. Ja, Ellie müsste sie geschenkt bekommen. Schließlich würde sie helfen, Maritinas Export anzukurbeln. Besprich das gleich mit dem Präsidenten, wenn wir in Maritina sind. Was soll er mit dem Präsidenten besprechen, Ellie? Es war nur ein Scherz, Sir. Sir, darf ich Ihnen Mr. und Mrs. Temple vorstellen? Seine Exzellenz, der Botschafter George Cutrani. Guten Abend. Freut mich. Exzellenz, guten Abend. Guten Abend, Mr. Danke für die Einladung. Paul und ich waren zusammen in Oxford. Entschuldigen Sie, Sir.
Bitte dürfte ich Sie einen Augenblick allein sprechen, Sir. Natürlich. Entschuldigen Sie mich bitte. Sind Sie auch im diplomatischen Dienst, Mr. Temple? Nein, obwohl der Umgang mit meiner Frau mich zur Diplomatie erzogen hat. Ich bin Junggeselle, ich kann da leider nicht mitreden. Wie schön. Entschuldigen Sie mich, ich werde am Telefon verlangt. Ich bin gleich wieder da. Er verbeugt sich und geht zur Telefonkabine. Ken ist der beste Handelsattaché, den ich jemals hatte. Sehr geschickt hat er den neuen Vertrag mit der Bank abgeschlossen. Ausgezeichnet, nicht wahr, Joseph? Das kann man wohl sagen, Sir. Kennen Sie die Bank, Mr. Temple? Ramsden? Ja, Ramsden. Handelsbank Ramsden. Kennen Sie Miles Ramsden persönlich? Nein. Oh, da drüben ist er neben Kens charmanter Sekretärin. Ich werde sie Ihnen vorstellen. Meine Damen, Sie entschuldigen. Ich bin gleich wieder da. Wann reisen Sie ab, Ellie? Oh, reden Sie bloß nicht mit Ken über das Thema. Ich dachte, ihm gefällt sein neuer Posten. Ja, er freut sich schon wie ein Kind drauf, aber er ärgert sich über den Bananendampfer, mit dem wir fahren müssen. Bananendampfer? Naja, er ist immer so lange unterwegs. Alle 5 Minuten wird die Abreise auf einen anderen Termin verschoben. Die Modenschau geht weiter. Ja, hallo, Umbraga. Mr. Umbraga, Sie kennen mich nicht. Ich heiße Leo Goldberg. Ich habe ein Geschäft im Covent Garden. Sie kriegen ein hübsches Geschenk von mir. Es wird morgen mit der Post kommen. Wenn es da ist, rufen Sie mich an. Ich stehe im Telefonbuch. Ich will wissen, was Sie in der Sache unternehmen. Ich kann nicht noch mehr Ärger brauchen. Ich habe genug am Hals. Verstanden? Ich fliege nach Maritina, werde Kens Heimkehr vorbereiten. Mr. Ramsden, bleiben Sie länger. Nein, nur eine Stiefelsichte. Aber lange genug, um meine Bank zu eröffnen und mit der Regierung zu verhandeln. Schöner wäre es, wenn ich gemütlich runtergondeln könnte. Aber leider bin ich kein Tourist. Ach, was Wichtiges, Ken? Es sollte wohl ein Witz sein, glaube ich jedenfalls. Oder er meinte einen anderen Umbrager. Ein Mann namens Goldberg war am Apparat. Er sagte, dass er mir ein Geschenk schicken will. Er hat wahrscheinlich gehört, dass Sie uns verlassen und möchte Ihnen den Abschied versüßen. Dann hat er aber eine merkwürdige Art. Es klang nämlich im Apparat fast wie eine Drohung. Ihre Frau möchte Sie sprechen, Sir. Danke. Sagen Sie ihr bitte, sie möchte reinkommen. Danke, Joseph. Das wäre im Moment alles. Ob wir vielleicht später noch mal darüber sprechen könnten? Vielleicht. Guten Morgen, Mrs. Umbraga. Guten Morgen, Joseph. Entschuldigen Sie mich bitte. Geht's immer noch um seine Beförderung? Ja, immer noch. 2 Minuten mit ihm kommen mir schon wie eine Ewigkeit vor. Ah, das kann doch nur Mr. Goldbergs Geschenk sein. Und du hast mir auch was Schönes gekauft? Willst du es nicht aufmachen? Wenn du es nämlich behalten willst, muss ich es heute noch einpacken. Es wird wahrscheinlich wieder eine dieser unbeschreiblich scheußlichen Porzellanfiguren sein. Oder ein paar warme Filzpantoffeln, mit denen ich geräuschlos durch den Dschungel streifen kann. Bananen. Und zwar verfaulte. Warum schickt dir jemand verfaulte Bananen? Gestern abgeschickt. Poststempel London. Und natürlich auch kein Absender drauf. Was sagte Mr. Goldberg, er ist in Covent Garden? Moment mal, Covent Garden? Natürlich, das hätte mir auch gleich einfallen können, die Großmarkthalle. Goldberg, Isaac Goldberg, James, Joshua, Kenneth. Goldberg, Leo, Obstgroßhändler, Covent Garden. Aha. Mr. Goldberg? Guten Tag, Kenneth Umbraga am Apparat. Der Handelsattaché der Botschaft von Maritina. Ich habe Ihr Geschenk erhalten. Recht schönen Dank. Sie wollten doch, dass ich Sie anrufe, wenn ich es bekommen habe. Geschenk? Was für ein Geschenk? Bananen? Hören Sie, Mister, wie war nochmal Ihr Name? Was von einer Botschaft? Nein, Sie haben eine falsche Nummer gewählt. Nein, ich nicht, mein Freund, bestimmt nicht. Nichts, hm? Die Stimme war die gleiche wie gestern. Aber er hat's glatt abgestritten. Ach, ich habe heute meinen Bankauszug bekommen. Große Ebbe? Nein, ganz im Gegenteil. Ich soll ein Guthaben von über 1000 Pfund haben. Ellie, das ist ein Irrtum. Da hat der Computer gesponnen. Und das hat niemand gemerkt? Und am selben Tag schickt dir ein Mann einen Pappkarton mit verfaulten Bananen, hm? Was hat das miteinander zu tun? Woher soll ich das wissen? Malst du mich im Profil oder auf Haus? Wieder noch. Ich zeichne das neue Blandi-Kostüm, das mir so gut gefallen hat. Ich lasse es nacharbeiten. Ah, sowas, Stiefelchen, nennt man ein Plagiat. Du könntest mir natürlich auch das Original kaufen. Ja, aber nur um Sommerschlussverkauf. Ellie, was für eine nette Überraschung. Paul Temple. Oh, hallo Ken.
Ja, bleiben Sie im Apparat. Ich glaube, sie ist gerade gekommen. Na, Tag, Ellie. Hier ist Ken. Er möchte Sie sprechen. Danke. Ja, Ken? Ich wollte nur mal vorbeischauen. Ja, ich war dort. Nein, ich bleib nicht lange. Wir sprechen später darüber, hm? Nein, bitte, Ken, jetzt nicht. Bitte, Ken, jetzt nicht. Später. Faule Bananen liegen eben schwer im Magen. Gestern Abend hat doch ein Mann angerufen. Wissen Sie noch, der Ken ein Geschenk schicken wollte? Ach ja, Goldberg oder so, nicht? Das Geschenk ist wirklich gekommen. Mit der Morgenpost, ein Schuhkarton voll Bananen. Verfaulte Bananen. Liebesgrüße aus Maritina. Paul. Das war nur ein Dann Scherz. Ist das noch gekommen. Lesen Sie. Das ist doch sehr erfreulich. Wenn das Geld mir gehören würde. Wieso? Ken sagte, dass der Computer gesponnen hätte. Also bin ich gleich zur Bank gegangen, um die Sache zu klären. Aber es war kein Fehler. Die 1.000 Pfund sind wirklich eingezahlt worden. Angeblich von Ken. Und er hat dir nichts davon gesagt? Nein, er kann das Geld unmöglich eingezahlt haben. Er hat gar keine 1.000 Pfund. Vielleicht hat er es irgendwo gewonnen und wollte es überraschen. War der Schalterbeamte sicher, dass es Ken war? Ich meine, hat er ihn erkannt? Nein, Ken hat ein Konto bei der gleichen Bank wie die Botschaft. Aber dieses Geld wurde bei einer anderen Bank eingezahlt. Sie konnten nichts weiter sagen, als dass der Mann Afrikaner war. Oh, eine präzise Auskunft. Aber die Quittung für die Einzahlung trägt Kens Unterschrift. Ist sie echt? Tja, mir kam sie echt vor. Vor ungefähr 3 Monaten ist in Kens Büro eingebrochen worden. Der Safe wurde aufgesprengt und Geld gestohlen. 1.000 Pfund Sterling in bar. Ach. Und die 1.000 Pfund wurden auch in bar auf ihr Konto eingezahlt? Mhm. Wer immer es war, er ist ein Pedant. Paul, Ken hat nichts damit zu tun. Erzählen Sie mir noch was über die Bananen. Ist Ihre Fracht schon bereit? Noch nicht, warum? Die Brüner läuft endgültig Freitagnachmittag aus. Freitag? Mit der 15 Uhr Flut. Können Sie die Abfahrt nicht verzögern? Unsere Reederei in Hamburg sagt, dass wir durch die Maschinenreparatur in Lissabon schon im Terminplan ein wenig zurückliegen. Ich habe schließlich dafür bezahlt, dass Sie die Ausreise verzögern. Einmal verzögern, aber nicht zweimal. Jetzt hören Sie... Tut mir sehr leid, Miles, aber ich kann beim besten Willen nicht mehr für Sie tun. Wann kann die Fracht spätestens an Bord sein? Freitagmittag. Dann bleiben mir 3 Tage. Warum muss es die Brüner sein? Geben Sie es doch einem anderen Schiff mit. Geht nicht, das ist ja der springende Punkt. Die Fracht muss auf dem gleichen Schiff wie Umbraga sein. Was ist denn an dem so wichtig? Ein zweitrangiger Diplomat. Die Immunität der Diplomaten. Was ist das eigentlich für eine Fracht, Remsten? Jedenfalls verlieren Sie eine Menge, wenn Sie nicht auf der Brüner fährt. Millionen. Und das ist kein Witz. Vielleicht hat Ellie einen heimlichen Verehrer. Das Geld wurde ja auf ihr Konto eingezahlt. Aber es war nicht für sie bestimmt. Oh, dann hat vielleicht Ken einen heimlichen Verehrer. Oder er wollte sich selbst was Gutes tun. Die berühmte Katze und der heiße Brei. Sag schon, was du meinst. Na schön. Ken kann die Geschichte inszeniert haben. Ellie hat doch gesagt, dass sie zu wenig Geld haben. Ja, aber für so einen kleinen Betrag setzt doch niemand seine Karriere aufs Spiel. Und schon gar nicht Ken, jetzt wo er eine so gute Stellung bekommen hat. Das sind immerhin 1.000 Pfund. 1.000 Pfund war in den 60ern eine Menge Zaster. Ich werde mal Sammy Carson auf die Fährte setzen. Die Markthalle. Hier riecht es nach Zitronen, Pampelmusen und Bananen. Bananen? Nein, Bananen sind überhaupt keine da. Zitronen? Ja, schöne Zitronen. Wie viele Kisten? Gut. Wollen Sie ein paar Kokosnüsse? Ich habe welche. Schön, da möchten Sie eben keine Kokosnüsse. Schreien Sie nicht so, da behalte ich Sie eben. Schön kriegen Sie auch. Ich schicke sie Ihnen rüber. Ja, Mister? Die verfaulten Bananen. Wie ist das passiert? Ich habe schon auf Sie gewartet, mein Freund. Ich will wissen, wie es passiert ist. Lest Ihr Witzbolder von der Versicherung nie unsere Schadensmeldung? Doch, aber erzählen Sie es mir doch mal. Das ist sehr einfach, Mister. Das verdammte Schiff musste in die Werft. In Lissabon. Maschinenreparatur. Bananen verfault, Versicherung. Fauler Fall, klar, was? Fragen Sie doch den Kapitän, wenn Sie mir nicht glauben. Die Brüner liegt an Pier 10 und da kann sie von mir aus sinken. Verzeih, Herr. Ich komme vielleicht nochmal vorbei. Aber vergessen den Scheck nicht. Wie meinten Sie, Sir?
Sie haben mich davon unterrichtet und nun lassen Sie es uns vergessen. Sie meinen, Ellie soll das Geld behalten? Hat sie keine Verwandten, die ihr das Geld vererbt haben könnten? Nein, Sir, die hat sie nicht. Und außerdem... Kane, wenn wir die Sache weiterverfolgen, wie Sie vorschlagen, bedeutet das Nachforschungen. Einen offiziellen Bericht, in dem natürlich steht, dass Sie unschuldig sind, Ihnen aber trotzdem ein Vermerk im Dossier einträgt. Und falls wir nichts unternehmen, Sir? Ende der Fall hier. Wer außer uns weiß schon davon, Kane? Die Bank beispielsweise. Und was geschieht, wenn der Sicherheitsdienst eine außerplanmäßige Überprüfung unserer Finanzen vornimmt? Eine Untersuchung würde natürlich Ihre Reise verzögern. Ich möchte, dass der Fall geklärt wird, Sir. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das möchte ich einstweilen behalten. Ja, gern. Danke, Sir. Das Hafengebiet London Rotherhithe. Sagen Sie mal, die Brüner, wann läuft die aus? Freitag, soviel ich weiß. Haben Sie vielleicht Fracht für Sie? Und wenn? Dein Bierkumpel. Also ich würde auf dem Eimer höchstens meine Alte verfrachten. Warum? Was ist denn mit ihr? Ach, die quatscht mich noch mal zu Tode. Nein, ich meine die Brüner. 40, 42, 43, 44, 45. Hat jemand angerufen, Joseph? Das Speditionsbüro, ob sie Freitag 9 Uhr früh ihr Gepäck abholen können. Danke. Es ist noch nicht sicher, ob wir schon abreisen werden. Warum auf einmal? Es ist doch nichts passiert, Sir. Zählen Sie ruhig weiter, Joseph. Ich hatte doch 45 gesagt, nicht wahr? Ja, warum? Ein Blatt fehlt, es sind nur 49 und müssten 50 sein. Das ist unmöglich. Ich habe eine Aufstellung über jeden Bogen, der benutzt wurde. Eins, zwei. Wann krieg ich endlich das Geld? Wenn Sie es überhaupt kriegen. Was soll denn das nun wieder? Ich habe Leuten hören, dass die Bananen schon überreif in Maritina verladen wurden. Die haben Ihnen einen Bären aufgebunden. Die Maschine ist kaputt gegangen, das habe ich Ihnen doch schon mal erzählt. Haben Sie etwa ein linkes Ding vor, Mister? Wollen Sie sich vorm Zahlen drücken? Warum sollten wir? Wenn wirklich nur die Maschine kaputt gegangen ist, kriegen Sie schon Ihr Geld. Was anderes ist ja auch nicht passiert. Warum haben Sie dann dem Handelsattaché die verfaulten Bananen geschickt? Der Maschinenschaden war ja nicht seine Schuld. Oder glauben Sie vielleicht, er hat schon in Maritina verfaulte Bananen verladen lassen? Wer sind Sie, Mister? Hat Sie einer besucht? Wollt er Ihnen die Schnauze polieren, wenn Sie nochmal Wirbel machen? Nein, es war niemand da. Los, raus damit. Eine verfluchte Bande. Auf unserem Buckel machen die ihre dreckigen Geschäfte. Schicken einem Obst, das von vornherein nichts taugt. Und dann erwarten Sie auch noch, dass man den Mund hält. Und wenn die Versicherung feststellt, dass das Schiff gar keinen Maschinenschaden hatte, löffeln Sie die Suppe alleine aus. Kennen Sie vielleicht einen, der 20 Tonnen verfaulte Bananen will? Jetzt interessiert mich noch was. Wer hat die Kerle geschickt, die Sie bedroht haben? Umbraga. Der hat mich auch mit den Bananen reingelegt. Wer soll das sonst sein? Es wusste ja keiner, dass ich ihn angerufen habe. Das Siegel. Ellie, ich hatte das Siegel, als der Safe aufgebrochen wurde. Aber das wurde doch gar nicht gestohlen. Aber er kann es benutzt haben. Auf dem fehlenden Bogen. Ken, kommen Sie bitte in mein Büro. Ist Ihnen klar, welche Folgen das haben kann? Selbstverständlich. Ich muss unseren Sicherheitsdienst informieren. Und die stecken ihre Nase in jede Kleinigkeit. Sie meinen doch die Überweisung auf Ellies Konto. Mit meiner Unterschrift auf der Einzahlungsquittung. Ich fürchte, die werden da einen Zusammenhang sehen. Es läuft prächtig, alles nach Plan. Lieferung morgen 10.30 Uhr. Ausgezeichnet. Darauf trinken wir ein. Sicherheitsvorkehrungen, unbedingte Geheimhaltung. Was tun Sie sonst noch für Ihre kostbare Fracht? Finden Sie nicht, dass Sie mir endlich sagen sollten, was es ist? Sein verlogenes Getue hängt mir zum Hals raus. Was ist denn? Er weiß, dass ich ihn niemals für meinen Posten empfehlen würde. Er hat noch nicht die notwendige Erfahrung. Glaubst du, Joseph steckt hinter dem Einbruch? Nein, das Geld wurde gestohlen lange bevor ich von dem neuen Posten wusste. Und wenn er es trotzdem getan hat, um dir zu schaden? Dafür hat er nicht genug Grips. Mr. Temple möchte Sie sprechen, Sir. Führen Sie ihn bitte herauf. Ich werde den Dienst quittieren müssen, Ellie. Vielleicht hat er das Blatt Papier nur dazu benutzt, um das Geld einzuwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, was er sonst damit wollte. Oder der Diebstahl an den 1000 Pfund war nur ein Täuschungsmanöver, um uns von dem eigentlichen Verbrechen abzulenken.
Was soll schon jemand mit einem Blankopapier aus der Botschaft anfangen können? Tja, das ist mir auch nicht ganz klar. Herein. Hallo, Ken. Paul, schön, dass Sie da sind. Ja, leider konnte ich nicht früher kommen. Das wäre dann alles. Sie können gehen. Danke. Gute Nacht. Guten Abend, Ellie. Wir haben es rausbekommen. Goldberg hat tatsächlich die Bananen geschickt. Aber warum? Was sollte das für einen Sinn haben? Oh, kleine Rache, würde ich sagen. Sie sind doch für den Export verantwortlich. Das ist richtig. Die Sache ist über mein Büro gelaufen. Wie alle Exportgeschäfte aus Maritina. Und das hat bis jetzt auch noch nie Beanstandungen gegeben. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Tja, ich lasse euch beide wohl lieber allein. Na schön. Kommen Sie doch später vorbei. Oh, danke, Ellie, aber heute geht's leider nicht. Gute Nacht. Ist mit Ellie was nicht in Ordnung? Sie machte so einen niedergeschlagenen Eindruck. Dazu hat sie auch allen Grund. Warum? Was ist denn los? Außer dem Geld wurde auch ein Blankobogen aus meinem Safe gestohlen. Ein Tiefschlag für die Bürokratie. Das ist kein Witz, Paul. Es handelt sich um Dokumentenpapier, das bei Verwendung gesiegelt wird. Es wird nur für die wichtigsten Schriftsätze benutzt. Was immer auf so einem Blatt steht, wirkt so, als ob es von der Regierung käme. Handelsverträge, sogar außenpolitische Abmachungen zwischen unserem Land und einem anderen können dadurch gültig werden. Na schön, Ihr Dieb hat so einen Bogen erwischt, aber das Siegel war doch wohl im Safe des Botschafters, hm? Nein, Paul. Als hier bei mir eingebrochen wurde, lag auch das Siegel in meinem Safe. Ich schrieb gerade den Vertrag mit Ramsden. Deshalb hatte ich das Siegel über Nacht behalten. Mhm. Glück gehabt, der Dieb. Oder wusste er vorher, was er findet? Das würde bedeuten, dass es einer aus dem Haus war. Nicht unbedingt, aber es wäre möglich. Meine Herren Kollegen als Einbrecher. Wer steht eigentlich an der Spitze Ihrer Liste der Verdächtigen? Tja, wer denn? Ramsden zum Beispiel. Und wahrscheinlich mindestens ein halbes Dutzend Leute aus der Botschaft. Und mich mit eingeschlossen. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber glauben Sie im Ernst, Paul, ich werde wegen so einer Geschichte meine Karriere, meine ganze Zukunft aufs Spiel setzen. Auch nicht, wenn man das Papier gut auswertet. Ja, ich weiß, es ist praktisch ein Blankoscheck. Erst die 1000 Pfund und jetzt das. Aha, Maritina de Cars. Das ist es also, was Umbraga mit nach Hause nimmt. Ach, Paul, das würdest du nicht mal in einem deiner Romane verwenden. Ich weiß, es klingt fantastisch, aber es ist die einzige Antwort, die einen Sinn ergibt. Na, wer könnte schon bei einem Drucker reinschneiden und sagen, drucken Sie mir mal eben ein paar Millionen? Ein paar gute Verbindungen und das richtige Papier. Ich schwöre dir, Stiefelchen, das ist schon gemacht worden. Zugegeben, es ist eine ganze Weile her und Sie wurden erwischt. Erwischt? Sie wollten das Geld in einer Aktentasche verstauen. Warum nicht in einer Aktentasche? Na, versuch's doch mal, ein paar Millionen in einer Aktentasche. Ja, trotzdem ist deine Idee an den Haaren herbeigezogen. Du wirst schon sehen. Irgendwie müssen Sie das Geld natürlich auch noch sicher nach Maritina schaffen. Mit dem Flugzeug oder... Aber klar, die Brüner. Umbragas Immunität. Sein Gepäck geht unkontrolliert durch den Zoll. Ist Ken etwa in die Sache verwickelt? Nein, nein, das muss er gar nicht. Er kann genauso wie dieser Bananen-Goldberg ein Opfer der Umstände geworden sein. Da gibt sich aber jemand eine Menge Mühe. Lass uns doch mal ein bisschen dran basteln. Ramsden schickt das Geld mit der Brüner. Nur sie kommt in Frage, weil Ken schon für sie gebucht hat. Und dann kann die Druckerei den Liefertermin nicht einhalten. Dadurch wird Ramsden gezwungen, den Maschinenschaden zu arrangieren, um Zeit zu gewinnen. Kein Wunder, dass die Bananen verfault sind. Sehr schlau. Nach so viel Genialität könnte ich jetzt einen Kaffee geben. Dieser hat bloß einen Haken. Vielleicht werden die Maritina Dekar nicht hier gedruckt. Ach, Stiefelchen, so wird doch kein Schuh draus. Ich denke nur praktisch, das hast du mir beigebracht. Hm. Wollten die damals das Geld wirklich in der Aktentasche wegtragen? Ja. Botschaft von Maritina. Könnte ich bitte Mr. Umbraga sprechen? Mein Name ist Temple. Einen Moment, bitte. Hallo, Paul. Ken, nur schnell zwei Fragen. Bitte, fragen Sie. Wer druckt Ihr Papiergeld? Westhouse. In London? Ja. Auch innerhalb der letzten 3 Monate? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Auf Wiederhören. Ist eine Theorie für die Katz? Ken weiß es nicht. Er hätte es sowieso nicht erfahren. Aber Sammy wird seine Freude an mir haben. Wann lassen Sie die großen Gepäckstücke in den Laderaum kommen? Bei Umbraga abholen. Das ist für Freitag früh 9 Uhr vereinbart. Holen Sie sie morgen. Warum? Ich brauche einen seiner Kabinenkoffer, etwa diese Größe. Bringen Sie ihn her. Alles genau geplant. Und wie hoch ist mein Anteil? 25.000. In bar? Bar. Wenn das Gepäck in Maritina den Zoll passiert hat, muss das Geld schleunigst aus dem Koffer raus. Dann packen Sie ihn genauso, wie er ursprünglich war. Ja. Ich werde unsere Geldkiste hüten, wie meinen Augapfel, erschwöre ich Ihnen. Ja, diesmal lohnt sich die langweilige Reise.
Ich bin schon in Maritina, wenn Sie ankommen. Und am gleichen Tag noch schreite ich zur Kasse. Sammy, ich bin etwas enttäuscht. Ich dachte, jeder Ganove, der etwas auf sich hält, hat dort seine Kontakte. Richtig. Nur im Moment sind Sie etwas nervös. Wie soll ich jetzt erfahren, ob Westhouse das Geld gedruckt hat? Wir können es ja mal mit dem Kursbuch versuchen. Kursbuch? Ich will nicht verreisen, ich will wissen, ob das Geld gedruckt wurde. Das Kursbuch, von dem ich rede, ist eine Spezialausgabe über Soho. Es ist eine Art Fahrplan, was wann wo los ist. Das heißt, ihr wisst im Voraus, wann Geld gedruckt wird? Mhm. Ich muss sagen, ihr seid fantastisch organisiert. Wer nicht weiß, was los ist, kann auch nichts verdienen. Hier ein paar alte Nummern. Steht was drin? Nein. Hier sind die von gestern und heute, aber behalt's für dich. Ich würde sonst mehr Ärger kriegen, als ich verdauen kann. Da steht's ja, Sammy. 5 Millionen Pfund! Nicht so, oder soll's ganz London hören? Entschuldigung. Für 5 Millionen Pfund Deckar. 10.30 Uhr heute Vormittag. Ach, du solltest das Blättchen abonnieren. Ich könnte dir 10% Rabatt verschaffen. Nett. Nein, danke, Sir. Ich habe nochmal die Protokolle der Untersuchung durchgesehen. So wie die Dinge liegen, wäre es nicht gerechtfertigt, wenn ich Sie hier behalte. Also, Sie und Ellie können wie geplant nach Hause fahren. Danke, Sir. Und meine neue Arbeit aufnehmen. Naja, natürlich nicht sofort. Dann bin ich also suspendiert? So würde ich es nicht nennen. Sie sind beurlaubt, bis die Affäre aufgeklärt ist. Ach, da wäre noch eins, Ken. Weshalb hat sich Temple nach Westhouse erkundigt? Das weiß ich leider auch nicht. Sie lassen mein Telefon abhören? Auch ich muss mich vor der Untersuchungskommission verantworten. Das heißt, ich muss über alles, was hier vorgeht, informiert sein. Das ist eine sehr ausweichende Frage auf meine Antwort, Sir. Das mag sein, aber es muss Ihnen genügen. Die Augen des Mannes glänzen diabolisch. Ah, Mr. Umbraga. Die Sekretärin des Botschafters hat angerufen, ihr Gepäck soll früher abgeholt werden. Mr. Klaassen lässt ausrichten, dass die Spedition ihr Gepäck morgen abholt statt Freitag. In Ordnung, ich sorge dafür, dass es bereit ist. Ja? Wer ist da? Sammy Carson. Das gibt's doch nicht! Doch, ich bin's wirklich, Dorothy. Ja, Moment! Komm rein, Sammy, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Und wer ist der junge Mann? Ein Freund von mir, heißt Paul. Paul, freut mich, Sie kennenzulernen. Sammy, hast du deinen Wagen abgeschlossen? Du weißt doch, ich kann nicht fahren, er hat mich mitgenommen. Haben Sie ihn abgeschlossen? Mhm. Gut, heutzutage kann man keinen trauen. Tja. Ein faszinierender Beruf, erfordert viel Fingerspitzengefühl, nicht wahr? Ja, einem alten Meister den letzten Schliff zu geben, ist gar nicht so einfach. Oh, die ist ja wundervoll. Sieh dir das an, Sammy. Ja, sehr hübsch. Nur ein Finger weg, ist wahrscheinlich frühes 15. Jahrhundert. Was, ist die etwa... Ja. Wie alt? 2 Wochen. Das ist kein Original? Nein, Paul, was glauben Sie? Ein paar meiner Ikonen sind in den bekanntesten Sammlungen der Welt vertreten. Unglaublich gute Fälschung. Wundervoll. Haben Sie so eine schon mal gesehen? Oh, superb. Superb, superb. Wie herrlich das Wasserzeichen gemacht ist. Und die Muster, gezirkelt wie die Choreografie eines klassischen Balletts. Die Farben, so reich, so voll. Das ist wirklich erstklassige Arbeit. Aber natürlich ist sie leider echt. Von einem Freund in der Botschaft von Maritina. Mhm. Hast du schon mal Dekarnoten gemacht, Georgie? Na, schon gut, du kannst Paul trauen. Naja, sie sind vielleicht nicht ganz so perfekt wie die echten Scheine. Das ist mit meinen Mitteln nicht zu erreichen. Aber auf jeden Fall sind sie besser als andere Fälschungen. Ich zeig sie Ihnen. Urteilen Sie selbst. Der Mann zückt einen Monokel. Ja. 5 Dekarnoten, 10 Dekarnoten. Gut, ich nehme 50.000 von jeder Sorte. 50.000? Bis morgen Abend. Schaffen Sie das so schnell? Das kann ich schaffen, aber die Farbe ist dann noch nicht trocken. Oh, das macht nichts. Geben Sie mir einen Tag mehr, dann wird die Qualität besser. Unmöglich. Morgen ist letzter Termin. Morgen? Wenn ich die Farbe etwas aufhelle, trocknet sie schneller. Das dürfte kaum auffallen, wenn Sie sie in London verkaufen. Nein, in Maritina. Nein, nein, Paul, nein, nein. Das wäre ungeheuer leichtsinnig von Ihnen. Dort würde man merken, dass es Fälschungen sind. Bevor Sie noch die erste losgeworden wären, säßen Sie im Knast. Na, fabelhaft. Darauf erstmal einen Pink Gin. Das war eine Hetze. Klaassen ließ das Gepäck einen Tag früher abholen. Klaassen? Der erste Offizier von der Brüner.
Ich hätte dem Botschafter beinahe gesagt, wer meiner Meinung nach hinter dem Einbruch steckt. Ich bin froh, dass Sie es nicht getan haben. Bremsen sitzt fast in der Falle. Ich will nicht, dass er noch gewarnt wird. Sie wissen schon, was er vorhat? Ja. Was? Ellie, hat sie Mr. Klaasen direkt angerufen? Nein, die Sekretärin des Botschafters ließ es ausrichten. Mhm, naja, zum Wohl. Wollen Sie uns nicht sagen, was Ramsden vorhat? Nicht alles, aber zum Beispiel hat er einen ihrer Koffer in einer Bank deponiert. Kents Telefon wird abgehört. Ach, wirklich? Gutrani wusste über ihren Anruf Bescheid. Mhm. Er behauptet, er macht es, um für die Untersuchungskommission gerüstet zu sein. Aber Gutrani ist doch auf Ihrer Seite, oder? Natürlich. Aber jetzt kann er mir auch nicht helfen, dafür ist der Fall zu ernst. Wann wollt ihr eigentlich die Kabinenkoffer vertauschen? Morgen Nacht. Nur ihr beide? Wir bekommen Hilfe von einem Profi. Mal sehen. Einbruch in Tateinheit mit schwerem Raub. Das gibt mindestens, wie viele Jahre gibt es, Sammy? Paul ist nicht vorbestraft, der kommt billiger davon. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Steve. Wir nehmen Paul gar nicht mit. Ich höre wohl nicht recht. Wenn es nach mir ginge, könntest du natürlich mitmachen, aber Archie ist dagegen. Er ist der beste Schränker der ganzen Zunft, aber er will keine Zuschauer bei der Arbeit haben. Du bist doch auch da. Einer muss ihm doch den Werkzeugkasten tragen. Er zwinkert Paul zu. Man kann natürlich brutale Gewalt anwenden, um einen Safe zu öffnen. Plastikbomben, Nitroglycerin, was man eben bevorzugt. Aber es ist schrecklich laut, macht Unordnung und manchmal fliegt man mit in die Luft. Viel einfacher ist es, den Mechanismus des Zeitschlusses lahmzulegen. Schließ den Bohrer an, Sammy. Archie. In präzise einer Minute und 46 Sekunden. Ich glaube, es war ein Fehler. Ich hätte mich nicht überreden lassen sollen. Deine Reue kommt reichlich spät. Sammy, nimm die Pfoten weg. Oder möchtest du mit zwei Polizisten am Arm das Lokal verlassen? Ich dachte, du bist fertig. Nein, zu 50%. Der zweite Akt folgt in genau 2 Minuten 57 Sekunden. Hühnchen, Sammy? Nein? Ach, wenn du schon eine ganze Nacht aufbleiben willst. Hm. Ist was, du Nachteule. Na, nicht zu trinken. Können wir ihn aufmachen? In 60 Sekunden. Dein Nervenkostüm möchte ich haben. Ist es nicht zu spät, um noch was zu unternehmen? Ich glaube nicht. Wir könnten noch eine Abschiedsparty für Ken und Ellie geben. 2 Stunden später in den dreckigen Hafendocks von Rotherhithe. Das muss Klaasen sein. Der Komplize von Ramsden. Mit dem müssen Sie vorsichtig sein. Es geht los. Ab mit dir, Sammy. Jetzt lernen Sie endlich Auto fahren. Was gibt's? Alles okay? Oh. Besser könnte es gar nicht klappen. Vergiss nicht, Paul, es war deine Idee. Ob's wirklich hinhaut, weiß ich nicht. Schaffst du leicht. Halt nur das Steuer fest und schließ die Augen. Sie können's nicht verfehlen. Einige Zeit später. Mr. Klaasen wird während der Reise ein Auge auf Ihr Gepäck haben. Er ist besonders zuverlässig. Oh, das gehört ja zu meinem Beruf. Trotzdem danken wir Ihnen. Reizend. Waren Sie mit der Brüner schon oft in Maritina, Mr. Klaasen? Entschuldigen Sie mich. Er ist erst zufrieden, wenn alles sicher an Bord ist. Die Glocke schlägt 6-mal, das Zeichen zum Ausbooten des Schiffes. Ich bin überrascht, dass die Temples nicht gekommen sind, um Sie zu verabschieden. Sie sind verhindert. Aber Sie haben heute früh angerufen, um uns Lebewohl zu sagen. Na schön. Ich glaube, es wird Zeit, an Bord zu gehen. Ja. Das war's. Auf Wiedersehen, Sir, und vielen Dank. Auf Wiedersehen, Mr. Umbraga, und gute Reise. Eine geschmackvolle Bar, in der gerade Champagner serviert wird. Es ist einfach nicht mehr dasselbe, seit Ken weg ist. Um wie viel ärmer Sie geworden sind, werden Sie erst noch feststellen, Exzellenz. Entschuldigen Sie mich, bitte. Du, mein geliebtes Weib, wirst noch das ganze Spiel verderben, wenn du nicht sofort aufhörst, solche Andeutungen zu machen. Und ich, mein geliebter Mann, will auch meinen Spaß haben. Man hat die beiden im ehemaligen Büro von Mr. Umbraga gefunden, Sir. Einbrecher? Lassen Sie sie bewachen. Und sehen Sie nach, ob etwas fehlt. Sehr wohl, Sir. Ja? Oh, kein Grund zur Aufregung, Paul. Nur 2 ungeladene Gäste. Mhm. Entschuldigen Sie bitte. Was ist das? Das ist der Erfolg meiner geradezu ungewöhnlichen Spürnase. Ich habe den Koffer von den beiden ungeladenen Gästen hier abliefern lassen. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment bitte. Ich habe dieses Geld Ken am Hafen weggenommen, um es seinem Besitzer zurückzugeben. Sie meinen, Ken hat es gestohlen? Keineswegs. Er wusste gar nichts davon. Er kam auf sehr eigenartige Weise dazu. Es wurde ihm unterschoben. Und durch wen? Durch Miles Ramsden. Und durch jemanden aus der Botschaft. Aber das ist doch lächerlich. Niemand in unserer Botschaft hat Zugang zu 5 Millionen Dekar.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Ihnen, Exzellenz. Das war doch eben ein Fehler, oder wie wir zu Hause sagen, ein Lapsus linguae. Aber ein Safe knacken können Sie offenbar immer noch ganz gut. Temple, Ihre Scherze sind unpassend und außerdem ziemlich taktlos. Haben Sie nicht gerade gesagt, dass niemand in der Botschaft Zugang zu 5 Millionen Dekar hätte? Woher wussten Sie, dass sich diese Summe im Koffer befindet? Weil wir Umbraga bereits seit einiger Zeit verdächtigen. Der Einbruch in seinem Büro, der fehlende Bogen Papier, 1000 Pfund auf dem Konto seiner Frau. Meine Sicherheitsbeamten kamen ihm sehr schnell auf die Spur. Nein. Exzellenz, der Versprecher, den Sie eben gemacht haben, war der zweite Schnitzer. Dass Sie Remsen benachrichtigt haben, war eigentlich der erste Fehler. Das ist unerhört, Tempel. Ich habe es mir lange überlegt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie Remsen erfahren konnte, was wir neulich Abend vorhatten. Als wir versuchten, das Geld aus dem Banksafe zu holen. Er hatte einen Tipp bekommen. Und zwar von dem Mann, der meine Telefongespräche mit Ken abgehört hat. Und dieser Mann wusste, dass ich auf der richtigen Spur war. Kein Wunder, dass das Geld fehlte, als wir hinkamen. Sie sind impertinent. Beweisen Sie es. Nichts leichter als das. Und jetzt? Tja, jetzt sollten Sie Ihr Köfferchen packen. Das war's wieder bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Jetzt Danke sagen mit einem Like an uns und bis demnächst hier auf unserem Kanal. Es ist unmöglich, von Hör mal zu nicht gefesselt zu sein. Jahren bieten wir kostenlos und werbefrei Kopfkino für dich an. Danke für dein Like, danke für dein Abo. Hör mal zu, präsentiert die Abenteuer von Paul und Stiefelchen. Er ist Schriftsteller und Hobbykriminalist. Sie ist nicht nur eine Hausfrau, sie ist seine gleichwertige Partnerin. Und das ist in den 60er Jahren wirklich außergewöhnlich. Erleben Sie Gerd Günther Hoffmann und Ruth Niehaus in Stereo. Gute Unterhaltung und danke für ein Like. Hexerei. Stiefelchen und Paul haben Swinging London den Rücken gekehrt. Sie befinden sich für einige Tage auf dem Land in der Nähe von Dartmoor. Dort soll es ja nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber hört selbst. Vorsicht, fall nicht. Ich hoffe, dass euch euer Zimmer gefällt. Wir finden es herrlich, George. Früher war da oben mal das Schlafzimmer des Hausherrn. Der muss ein Zwerg gewesen sein. Das letzte Mal war es nur ein Zelt, in dem du uns untergebracht hast. Ah ja, das war in Baalbek. Ich entdeckte dort die wundervollen Mosaiken und den Jupiter-Tempel. Und wir die Schlangen. Die wirst du wohl nie vergessen. Ein hübsches und romantisches Haus ist das. Ich würde sagen, frühes 16. Jahrhundert, ja? 1509. Aha. Ich fand im Kamin eine Ziegel mit einem Datum. Wir waren keine 10 Minuten hier, da spielte ja schon Kaminkehrer. Tja. Ein Glück, dass der Ziegel im Kamin war, sonst hätte er einen Fußboden rausgerissen. Oder du hättest das ganze Haus abgetragen. Ja, einem Archäologen ist nichts heilig. Was möchtet ihr trinken? Frag erst Steve. Na, ich schlage vor Wodka mit Tonic. Habt gut, ihr das? Für Sie auch? Ja. Und du, George? Ich trinke wie immer einen Sherry. Ich kann ja offen. Oh, das ist ja furchtbar, der muss abgeholfen werden. Ich will mal nachsehen.
Kann ich was helfen? Nein, nicht nötig. Hier ist alles bestens organisiert. Überorganisiert. Sogar fürs Putzen und Kochen haben wir einen dienstbaren Geist gefunden. Mrs. Graceley. Wir mussten ihr allerdings erlauben, nebenbei die Kirche zu putzen. Ja, die Leute sind nämlich sehr fromm hier. Ist das die Kirche, die wir vorhin gesehen haben? Vermutlich. Es gibt hier noch ein sehr imposantes Gebäude, nicht? Steht auf den Ruinen eines Klosters. Aus dem 11. Jahrhundert. Die Krypta ist noch sehr gut erhalten. Ich muss euch wohl nicht sagen, dass wir sie bereits wie Maulwürfe durchwühlt haben. Na und? Wir fanden frühchristliche Reliquien. Norman schreibt einen Bericht darüber, nicht wahr? Ja, vor dem Kloster war ja wahrscheinlich eine keltische Kultstätte. Der Vikar ist an unserer Arbeit interessiert und daher auch hilfsbereit, was sich von den anderen Bewohnern des Dorfes nicht sagen lässt. Ja, man soll die Toten ruhen lassen. Genau das sagen sie auch bei dem Haarschnitt? Ja, am liebsten würden sie uns zum Teufel jagen. Habt ihr die Sachen gefunden, die hier auf dem Kamin liegen? Ja, ja, wir haben sie nur aus der Krypta geholt, weil wir sie fotografieren wollen. Der Vikar hatte dafür Verständnis. Er wird sicher auch ihre Führung übernehmen. Ja, und das gründlich. Oh, was ist das denn? Keltisches Gefäß 3000 vor Christus, wobei es auf ein paar Jahre nicht ankommt. Man könnte diesen Stil Bronzezeit-Psychedelic nennen. Die alten Kelten hatten lauter verrückte Einfälle, deshalb muss man sie einfach gern haben. Typisch ist zum Beispiel hier diese sogenannte Doppelspirale. Wir haben in den Grabhügel einen Tunnel getrieben und da stießen wir auf eine der Grabkammern. Ja, und da war eine Menge drin. Das ist ein Schwertgriff, nicht wahr? Ja, das war ein Opferschwert für kultische Handlungen. Wir haben es kopieren und ergänzen lassen. Fürs Museum? Ja, hier ist die Kopie. So muss es ausgesehen haben. Nicht schlecht. Ja. Es wurde mit beiden Händen angefasst. Ich wollte nur sagen, das Essen ist fertig, Mr. Robertson. Wir werden in 10 Minuten kommen. Gut. Ich muss sagen, der Duft ist verführerisch. Es wird doch so schmecken. Ja? Ich bitte dich, Gott, vergib ihnen. Ein Hauch Melancholie senkt sich über das Haus. Nach einem reichhaltigen und deftigen Abendessen wandert der junge Mann mit Paul und Stiefelchen durch Upper Marston. Hier in Upper Marston wurden auch schon vor dem Christentum keltische Gottesdienste abgehalten. Und wer ist das da? Sir Geoffrey de Marston, Ende 13. Jahrhundert. Er war der Lord dieses Gebietes. Er hat sehr viel für die Bevölkerung getan. Und was Sie da sehen, ist weniger erfreulich. Diese Risse dort oben. Das Gebäude hat sich allmählich gesenkt, besonders in den letzten 50 Jahren. Die Lage wird allmählich kritisch, wie Fachleute befürchten. Was kann passieren? Wir müssen mit allem rechnen, Mr. Temple. Sogar mit einem Einsturz. Das ist absolut möglich. Und wenn nicht bald etwas geschieht, wird sie geschlossen. Sind die Restaurierungsarbeiten teuer? 5000 Pfund. Na, ganz schön. Es ist natürlich ein Restaurierungsfonds vorhanden, in den die Gemeindemitglieder laufend einzahlen. Nur kommt da nichts zusammen. Die Leute hier sind sehr arm. Deshalb bin ich auch so froh, dass der Archäologe hier ist. Ach, deshalb wollten Sie, dass er sich auch mit der Krypta da unten befasst. Ja, und die Presse hat inzwischen auch schon einiges darüber geschrieben. Ja. Es sind schon Spenden aus ganz England gekommen. Ja, wir haben schon ganz schön was zusammen. Kommen Sie bitte mit, ich zeige Ihnen die Krypta. Ja, gerne. Sie steigen die ausgetretenen und schlüpfrigen Stufen hinab zur Gruft. Mr. Bales verbringt fast seine gesamte Freizeit hier unten. So viel Enthusiasmus findet man heute kaum noch bei jungen Leuten. Ich wünsche ihm, dass er etwas wirklich Bedeutendes entdeckt. Ich möchte natürlich nicht auf eine Sensation spekulieren. Sie haben die Krypta erreicht und entdecken sofort am Kreuz hängend eine tote Taube. Man hat ihr den Hals umgedreht. Das ist ja ungeheuerlich. Bitte entschuldigen Sie. Ich habe, seit ich Priester bin, einen derartigen Frevel noch nicht erlebt. Das ist eine Entweihung unserer Kirche. Sagen Sie, die Kirche ist doch normalerweise zugesperrt. Ja. Wie kann denn der Täter hier reingekommen sein? Keine Ahnung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer so etwas tut. Sie wissen doch, wer Schlüssel hat. Ja, natürlich. Es gibt 3 Schlüssel für die Kirche. Ich habe einen, dann Mr. Orme, der Küster, selbstverständlich. Und den dritten hat Mr. Wormel, der Organist. Entschuldigen Sie bitte, ich muss das wegräumen lassen. Ich hole Mr. Orme. Ach, ich bitte Sie, niemandem davon etwas zu sagen, wenn sich das rumspricht. Ja, selbstverständlich. Ich danke Ihnen. Stiefelchen ist froh, dass man diesen bedrückenden, dunklen, feucht riechenden Raum verlässt. Oh, Henry. Ja, bitte? Das sind Mr. und Mrs. Temple. Henry Wormald, unser Organist. Sehr erfreut. Und das ist Michael Rhode. Guten Tag, Michael. Guten Tag. Ach, Henry, war die Kirchentür vorhin geschlossen, als Sie gekommen sind? Wissen Sie das zufällig? Ich glaube, sie war zu. Ja, natürlich. Ich habe sie selbst aufgesperrt. Wieso? Stimmt was nicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich wollte mich nur vergewissern. Bitte sagen Sie doch Mr. Orme, er möchte gleich hierher kommen. Selbstverständlich. Auf Wiedersehen, Mrs. Temple. Mr. Temple. Auf Wiedersehen.
Der nächste Morgen bringt trübes, regnerisches, typisch englisches Wetter. Paul und Stiefelchen beschließen, ausführlich zu frühstücken mit Porridge, Ham and Eggs und allem, was dazugehört. Danach wollen sie Höhlen und Krypta noch einmal unter die Lupe nehmen. Achtung, Kopf einziehen. Ja, hier wird's eng. Ja, wie sind die früher reingekommen? Die hatten's einfacher. Die meisten waren ja einen Kopf kürzer. Oh, lass doch die makabren Scherze. Warum? Ist ja ein makabrer Ort hier. Das kann man wohl sagen. Hier, schau dir das mal an. Wir nehmen an, dass hier unten 150 Menschen begraben wurden. Ja, mindestens. Dann muss das ja eine große Siedlung gewesen sein. Ja, aber hier sind die einzigen Spuren davon. Diese Toten sind vermutlich gar nicht aus der Keltensiedlung. Wieso? Weil alle eines gewaltsamen Todes starben. Entschuldige, die Schädel weisen nämlich typische Spuren von Verletzungen auf. Das hier ist zum Beispiel eine Pfeilspitze gewesen. Wie interessant. Wir dachten zuerst, dass hier eine Opferstätte gewesen wäre. Aber wir können es nicht nachweisen. Ja, unter anderem diese Wasserflasche, die auf keinen Fall aus dieser Gegend stammt. Ach, hübsches Ding. Die rechte Seite der Wand brach ein. Sind Sie noch alle am Leben? Ja. Anscheinend wollte uns jemand lebendig begraben. Oder vielleicht nur erschrecken. Er war jedenfalls sehr gründlich. Ja, das war eine glatte 12, aber warum das? Vielleicht war es nur als Warnung für euch beide gedacht. Wieso? Na, ihr habt doch selbst gesagt, die Leute hier hätten was gegen euch. So weit geht doch ihre Ablehnung nicht. Und inzwischen kennen wir ja alle. In solchen Dörfern sind Fremde nie sehr willkommen. Seit wir mit dem VK befreundet sind, akzeptiert man uns. So schien es jedenfalls. Bis heute Morgen. Ach, Sie meinen das Ritualopfer, das Sie mit dem VK in der Krypta fanden? Könnte es damit zu tun haben? Und das ist unwahrscheinlich. Wer das auch wahr weiß, dass er damit vielleicht den VK schockieren kann, aber nicht uns. Na, da bin ich nicht so sicher. Es wäre ja möglich, dass man euch auf verschiedene Arten warnen will. Paul! Hm? Paul! Was ist mit dem Organisten, diesem Mr. Wormwood? Der ist über jeden Verdacht erhaben. Ein harmloser Knabe, außerdem Amateurarchäologe. Der Mann hat an dem Hügel schon lange rumgestochert. Hast du nicht Wormwood für den Tunnel einen Schlüssel gegeben? Ja, aber der VK hat auch einen. Außerdem war der Tunnel ja offen, als wir drin waren, wie du weißt. Ja, schon, aber... Und damit wird das ganze Dorf verdächtig. Genau, aber wer kann es getan haben? Paul, ich weiß, wie sehr dich so ein Problem fasziniert. Wenn jetzt etwas knirscht, ist das nicht das Sofa, sondern sein Gehirn vom Nachdenken. Trotzdem meine ich, wir sollten die Polizei verständigen. Im Prinzip hast du recht, George. Aber ich glaube, dass im Moment diskrete Nachforschungen weiterführen als offizielle Ermittlungen. Aber was sagen wir den Leuten? Dass es ein Unfall war. Ihr stellt morgen fest, die Stützpfosten waren zu dünn. Ja, wir räumen morgen sowieso auf. Ja, aber bitte seid dabei möglichst vorsichtig. Paul, was hast du im Sinn? Baden, umziehen und dann noch was trinken. Paul ist zwar ein hartgesottener Mensch, doch hat ihn der Vorfall im Keller sehr beunruhigt. Er hat Angst um Stiefelchen und während er badet, macht er sich die einen oder anderen Gedanken. Neuer Tag, gleiches Wetter. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich sehr betroffen war, als ich von Ihrem gestrigen Unfall hörte. Ja, das hätte böse enden können, aber zum Glück ist ja niemand verletzt worden. Ich wäre natürlich gleich gekommen, aber ich war leider in Chartford. Zu einer Besprechung des Restaurierungskomitees. Ah, ja. Ich war ziemlich erschrocken, als mir Mr. Wormwood von dem Vorfall erzählte. Ich fühlte mich mitverantwortlich. Das Grundstück auf dem Hügel gehört nämlich auch unserer Kirche. Ach, wirklich? Eigenartig. Zwei so verschiedene Sehenswürdigkeiten befinden sich in derselben Hand. Und es sind trotzdem Welten dazwischen, Mr. Temple. Wie wir gestern früh gesehen haben. Ja, das war ein Scherz, wenn auch ein besonders geschmackloser. Es ist besser, wenn wir diesen Vorfall vergessen. Die andere Möglichkeit ziehen Sie also gar nicht in Betracht. Ich meine, dass es vielleicht kein Scherz war. Das halte ich für ausgeschlossen. Ich hätte dafür auch gar keine Erklärung. Nun, hier befand sich eine keltische Kultstätte und der Grabhügel ist nicht weit. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Nein, Mr. Temple, wir leben im 20. Jahrhundert. Ja, sollte man glauben. Sagen Sie, Herr Vicar, ist sowas Ähnliches hier schon mal vorgekommen? Seitdem ich hier bin, noch nicht. Das wollte ich wissen. Bitte entschuldigen Sie mich, ich habe noch sehr viel zu tun. Ach, selbstverständlich, ich danke Ihnen. Kommen viele Besucher hierher? Ach nein, nur ab und zu mal im Sommer ein paar Durchreisende. Die werden dann vom Vicar oder von mir geführt, zahlen 3 Pence für die Broschüre und spenden vielleicht noch was. Uns hilft alles. Ja, ich weiß. Meinen Sie, Sie können das Geld auftreiben für die Nordwand? Das müssen wir, Sir. Sonst wird vom Kreisbauamt die Kirche zugesperrt. Und das würde unserem Vicar das Herz brechen. Ist der Bauzustand wirklich so schlecht? Ja, die Nordwand ist schon lange baufällig. Die Situation ist sehr ernst. Und was ist mit dem keltischen Grabhügel? Könnte man dadurch nicht irgendwie Geld für die Restaurierung bekommen? Durch den Grabhügel?
Wäre möglich, Sir. Nur verstehe ich von sowas nicht allzu viel. Ich bin hier bloß der Küster. Ach, Sie wollen nicht, dass man durch diese heidnischen Gräber Geld auftreibt und damit die Kirche wiederherstellt? Ich verstehe Sie nicht, Sir. Das habe ich doch gar nicht behauptet. Ich dachte nur, es gibt im Dorf bestimmte Differenzen wegen des Vorfalls in der Krypta. Für mich war das nämlich kein Witz. Was denn für Differenzen? Na, zum Beispiel zwischen der Kirche und dem heidnischen Glauben. Nicht doch, Sir. Da bilden Sie sich was ein. Es könnte auch jemand was gegen den Vikar haben. Und das müsste ich wissen. So ein Dorf ist klein. Natürlich gibt's Gerede hier, aber das geht mich nichts an, wie gesagt. Ich bin hier nur der Küster. Ja, wie gesagt. Tja, es tut mir leid. Ich muss mich entschuldigen, Mr. Temple. Ich habe noch eine Menge zu tun. Sie wissen ja, wie das ist. Die Arbeit nimmt kein Ende. Man soll die Toten ruhen lassen. Oh, Mrs. Graceley. Sie haben ja gesehen, was passiert, wenn man die Toten herausfordert. Es war ein Unfall. Es geschieht nichts auf der Welt, was nicht vorgesehen ist. Liebe Mrs. Graceley, Robertson hat von einem Museum den Auftrag in der Krypta zu forschen. Ich bin der Meinung, man darf den Schlaf der Toten nicht stören. Mrs. Graceley, wieso haben Sie was gegen die Ausgrabung? Der Vikar ist dafür. Ich habe gar nichts dagegen, Mrs. Temple. Es geht mich ja überhaupt nichts an. Und wenn der Vikar für die Ausgrabungen ist, dann... Ich hoffe nur, dass es nicht noch mal ein Unglück gibt. Ja, dieses Tagebuch gehört Michael. Ich werde es ihm wiedergeben. Danke. Er verbringt viel Zeit in dem Grabhügel drüben. Ja, ich gebe ihm den Schlüssel, so oft er ihn haben will. Mr. Robertson hat nichts dagegen. Wir haben übrigens festgestellt, den Unfall, den wir im Tunnel hatten, den kann auch jemand vorsätzlich herbeigeführt haben. Aber nicht Michael. Was wollte ich damit? Er würde sowas nie machen. Wenn man sein Tagebuch gelesen hat, würde man auch gar nicht auf die Idee kommen. Ich wollte nur wissen, ob Sie irgendeinen Verdacht haben. Nein, nicht den geringsten. Ich kenne niemanden, der zu so etwas fähig wäre, zu so einer Gemeinheit. Michael wird sich sehr aufregen, wenn er davon hört. Das Keltengrab bedeutet ihm sehr viel. Das glaube ich, er hat einen sehr ernsthaften Eindruck auf mich gemacht. Er ist doch so. Wie ist er als Schüler, Mr. Wormwood? An der Orgel? Es ist eine Freude, ihn zu unterrichten. Er hat für geistliche Musik ein bemerkenswertes Gefühl. Der Junge ist ein großes Talent. Übrigens hat er sich um ein Stipendium beworben, am St. Mark's College. Es ist schwer, dort ein Stipendium zu bekommen, aber er wird es schaffen. Sie sind wohl ziemlich stolz auf ihn. Ja, der Junge macht mal seinen Weg. Und sein Interesse für Archäologie wurde wohl auch von Ihnen geweckt. Ja, er hat sich von Anfang an dafür interessiert und ich habe ihm einige Ratschläge gegeben. Ratschläge? Ja, ganz allgemein. Ich wollte, dass er mir aus sich herausgeht. Er ist ein bisschen gehemmt. Wissen Sie, Michael hat dadurch seinen Vater gewisse Schwierigkeiten. Ach, da ist er ja. Komm her, Michael. Guten Morgen, Mr. Wormold. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen, Michael. Er hat eine sehr lebhafte Fantasie, wissen Sie. Und deshalb hat er sehr schwer zu Hause. Sie haben seinen Vater vermutlich noch nicht kennengelernt, den Baumeister Sam Roth. Nein, aber ich werde es nachholen. Ich nehme an, Sie wollen mit ihm arbeiten. Ja, allerdings. Na, ihr zwei Maulwürfe, wieder am Tageslicht? Ja, wir sind zu den Fleischtöpfen Ägyptens heimgekehrt. Hallo. Ich muss euch nachher was erzählen. Hallo. Vorsicht, heiß. Wieso kommen Sie? Wo ist der Mrs. Graceley? Ja, ich vermute, sie ist daheim und ich fürchte, daran bin ich schuld. Nanu, was ist denn passiert? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Sie redete vom Keltengrab und schimpfte, weil ihr die Toten nicht schlafen lasst. Dann erwähnte ich aus irgendeinem Grund die Krypta und sie wurde ganz böse. So kenne ich sie gar nicht. Ich konnte dann keine Silbe mehr aus ihr rausbekommen. Sie machte ihre Arbeit und verschwand wortlos. Das ist sehr merkwürdig. Was wissen wir eigentlich über sie, außer dass sie seit Jahren die Kirche sauber macht? Dass sie eine hervorragende Köchin ist. Norman, hat der Besitzer des Hauses nicht mal was über sie erzählt? Nicht, dass ich wüsste. Oh, du meinst wegen ihrer Tochter? Ja, sie hat ein schweres Schicksal gehabt. 1968 ist ihre 14-jährige Tochter vermutlich im Fluss ertrunken. Die Umstände waren sehr merkwürdig, nicht? Ja, ja, stimmt. Ihre Kleider lagen am Ufer. Aber die Leiche ist bis heute nicht gefunden. Auf dem Friedhof ist nur ein Gedenkstein. Steve, was hast du genau zu ihr gesagt? Ich weiß nicht, das war so ein typischer Kochlöffel. Als es um den Grabhügel ging. Richtig böse wurde sie erst, als ich die Krypta erwähnte. Und dann fragte ich sie, wieso haben Sie was gegen diese Ausgrabungen? Und als ich noch erwähnte, dass der Vikar dafür wäre, wollte sie irgendwas über ihn sagen. Doch dann unterbrach sie sich und sagte, hoffentlich gibt es dabei nicht nochmal ein Unglück. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Der Tag verging, typisch englisch mit einigen Bourbon, Gin und Scotch und dazu reichlich blauen Dunst. 2 Dutzend Vierkanthölzer aus Fichte, 5 Fuß lang, richtig? Ja, stimmt. Bis wann können Sie liefern? Sagen wir am Donnerstag. Reicht das? Ja, gut, danke. Und seien Sie diesmal vorsichtiger da oben. Lehmboden gibt leicht nach. Ja.
Ich bin übrigens heute Ihrem Michael begegnet. Er kam in die Kirche mit Mr. Wormald. Ah, schon wieder mal? Er soll an die frische Luft gehen, es wäre besser für ihn. Immer nur singen und Orgel spielen. Dies verdammte Gedudel muss man hier nicht übertreiben. Tja, also dann bis Donnerstag, Chef. Ja, bis Donnerstag. Wiedersehen. Wiedersehen. Erneut stürzt eine Wand ein. Diesmal gibt es einen Toten. Haben Sie ihn gefunden? Ja, Sir. Ich wollte nachsehen, weil er meinen Schlüssel nicht zurückgebracht hat. Es tut mir leid, Mr. Robertson. Es tut mir furchtbar leid. Wo ist dein Telefon? Oben in der Sakristei. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihm gesagt, graben Sie nicht an der Nordwand, das ist gefährlich. Doch er wollte es nicht glauben und lachte mich aus. Ja, Sergeant in St. Eldred. Ja, wir warten auf Sie. Danke. Die Polizei? Tja. Tja, das muss wohl sein. Warum musste das passieren? Er hat so viel Gutes für unsere Kirche getan. Ich verstehe das alles nicht. Wer war heute Nachmittag in der Kirche? Ich war hier und Mrs. Gracely. Wir haben den Blumenschmuck für die Kirche besprochen. Und dann Michael und Wormald. Sie haben Orgel gespielt. Noch jemand? Nein. Doch, der Baumeister Sam Rhodes war hier. Er wollte sich die Nordwand nochmal ansehen. Ich ging dann, um einen Kranken zu besuchen, und er sprach noch mit Mrs. Gracely. Warum fragen Sie? Es war doch ein Unfall. Tja, es sieht jedenfalls wie ein Unfall aus. Es wäre möglich, dass er gestolpert ist, sich hier am Rand festhalten wollte und dabei das Mauerwerk mitriss. Es kann auch eingestürzt sein, während er unten in der Gruft gearbeitet hat. Wissen Sie, ob jemand aus dem Dorf was gegen ihn hatte? Es war für die Kirchengemeinde nur gut, dass er hier war. Das meint der Vikar auch. Eins ist merkwürdig. Warum war er nicht am Keltenhügel, sondern in der Krypta? Das kann ich Ihnen erklären. Am Grabhügel konnte er nicht arbeiten. Wir hatten Schwierigkeiten. Ein Tunnel war eingebrochen. Einfach so? Wir wissen noch nicht genau, warum das passiert. Es muss erst aufgeräumt werden. Wir müssen den Leichnam gerichtsmedizinisch untersuchen lassen. Vom Ergebnis werden Sie verständigt. Das ist alles, was wir im Moment tun können. Danke, Inspektor. Auf Wiedersehen. Es war bestimmt kein Unfall. Für mich wurde Bales ermordet. Warum sagen Sie das mir, Mr. Temple? Das ist Ihre Gemeinde, Herr Vicar. Es war eines Ihrer Gemeindemitglieder, das vor ein paar Tagen den Tunnel einstürzen ließ. Und derselbe Mann hat Bales getötet. Sie behaupten da Dinge, die durch nichts zu beweisen... Bales kann unmöglich von den Mauertrümmern erschlagen worden sein. Das wäre nur möglich, wenn er in der Gruft gearbeitet hätte. Aber sein Werkzeug lag oben in der Krypta. Das ist zu weit hergeholt, Mr. Temple. Wieso? Denken Sie doch mal an den beschädigten Stützpfeiler im Grabhügel. Wer sollte denn am Tod von Bales ein Interesse haben? Und was hätte er davon? Absolut nichts. Tja. Was wissen Sie über Mrs. Gracely und ihre Tochter, die ertrunken sein soll, aber in Wirklichkeit verschwunden ist? Jill Gracely? Die Geschichte ist während der Amtszeit meines Vorgängers passiert. Ich weiß, dass darüber Gerüchte im Umlauf sind, aber es ist mein Grundsatz, so wenig wie möglich auf dumme Gerüchte zu geben. Solche Redereien ernst zu nehmen, kann ich mir überhaupt nicht leisten. In einer so kleinen Gemeinde würde das die Arbeit unmöglich machen. Und was hat man Ihnen erzählt? Ich sagte doch, ich höre mir Klatsch nicht an. Ah, ich verstehe. Aber vielleicht wissen Sie, was für ein Mensch Ihr Vorgänger gewesen ist. Sie meinen Mr. Clark? Ja. Er war nicht mehr der Jüngste und außerdem war seine Gesundheit ziemlich angegriffen. Er wurde mit seinen Aufgaben nicht mehr fertig und es fehlte ihm der Sinn für die Realität. Ich habe nicht die Absicht, ihn schlecht zu machen, aber durch ihn ist es zum Verfall gekommen. Aha, zum Verfall. Zu was für einem? Zu dem der Kirche natürlich. Tag, Herr Vicar. Guten Tag. Entschuldigen Sie, ich werde drüben erwartet. Wiedersehen, Mrs. Temple. Ja. Wenn ich gleich die Polizei gerufen hätte, wäre es zu dem Mord nicht gekommen. Paul, du machst dir jetzt doch nicht etwa Vorwürfe? Ich hätte nicht geglaubt, dass die so weit gehen. Eins ist jedenfalls klar. Irgendjemand versucht, etwas zu vertuschen, was früher hier in dem Dorf mal passiert ist. Vielleicht findet man in der Gruft einen Hinweis. Nein, die habe ich schon durchsucht. Es sei denn, es gibt da unten noch mehr Grabkammern. Vielleicht ist Norman Bales, ohne es zu wissen, einem Geheimnis auf die Spur gekommen. Dann informiert sich Paul über den jungen Michael. Ich habe ihn zum Keltengrab geführt und ihm diese Dinge nahegebracht. Ich musste ihn mit irgendetwas an mich fesseln. Er wollte die Musik aufgeben. Er hatte keine Lust mehr. Wahrscheinlich hat er nur Angst vor seinem Vater. Er meint, er verbringt zu viel Zeit in der Kirche. Ein etwas primitiver und gewalttätiger Mann. Etwas? Ich bin neulich bei ihm gewesen. Es war da dauernd Krach zu Hause. Meine Orgel war eine Zuflucht für ihn. Michael hat sich hier immer wohlgefühlt. Ich hatte das Gefühl, er war froh, wenn er von zu Hause weg war. Aber warum diese Notenverbrennung auf dem Opferstein? Als die Archäologen mit den Ausgrabungen anfingen, fürchtete er, dass die alten Götter deshalb zürnen würden. Das war so eine Einbildung, wie sie fantasievolle Kinder oft haben. Er würde nie jemandem was tun, dafür stehe ich gerade. Ich hoffe, Mr. Robertson glaubt das. Ich bitte Sie, kein Mensch würde ihn verdächtigen. Es muss ja furchtbar für ihn gewesen sein, als Bales starb.
Es war weit mehr als furchtbar für ihn. Ich vermute, er hat sich eingebildet, dass die Priester der Kelten auferstanden sind und Bales getötet haben. Sie wissen ja, was Kinder sich so zurechtspinnen. Und dann hat er ihnen, um sie zu besänftigen, etwas geopfert. Etwas, was ihm sehr viel bedeutet hat. Wie war das mit Jill Gracely? Hatte sie auch etwas mit den Keltengräbern zu tun? Nicht das Geringste. Wie kommen Sie darauf? Sie hat doch Selbstmord begangen. Das arme Mädchen war, na sagen wir, ein bisschen einfältig. Glauben Sie wirklich, dass sie im Fluss umkam? Natürlich glaube ich das. Sie muss ertrunken sein. Damals war Reverend Clark noch im Amt. Ja, leider. Sie müssten ihn doch ziemlich gut gekannt haben. Er ließ kaum einen an sich rankommen. Clark war nicht geeignet für dieses Amt. War zu alt und zu schwach. Ließ die Gemeinde und die Kirche verkommen. Sie sehen ja, was wir ihm zu verdanken haben. Ein Jammer um diese schöne Kirche. Sie hat eine große Vergangenheit, müssen Sie wissen. Ja, ich weiß. Eigentlich war es die Schuld seiner Schwester, bei der hat er nicht mal ihr Mann was zu sagen, unser Küster arm. Diese Noten zu kopieren hat Monate gedauert. Die Schwester von Reverend Clark war mit Orm verheiratet? Ja, Mr. Temple, und jetzt habe ich Ihnen alles gesagt, was ich über Clark weiß. Bitte fragen Sie nicht weiter. Na gut, vielen Dank. Die ganze Arbeit war sinnlos. Ah, guten Tag, Mrs. Gracely. Immer noch fleißig? Ja. Die Arbeiter von Mr. Road waren da und haben wieder mal ein bisschen rumgepfuscht. Und einen Haufen Dreck hinterlassen. Nicht mal das Dach kriegen sie dicht. Das müsste alles mal gründlich überholt werden. Stimmt, aber dafür muss der Vikar erst mal Geld auftreiben. Hoffentlich hat Mr. Road bis dahin bessere Arbeiter. Im Moment hat er nur respektlose und faule Kerle. Haben in der Kirche nur Witze gemacht und gelacht. Es gibt Dinge auf der Welt, über die macht man keine Witze. Guten Tag, Mr. Orm. Guten Tag, Mr. Temple. Was machen Sie hier? Suchen Sie was? Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich war nur hier, um mich mit Mr. Wormwood zu unterhalten. Auf Wiedersehen. Paul sucht den Jungen auf, um mit ihm zu reden. Weißt du, Michael, es hat keinen Sinn, den Kelten, die da oben im Grab liegen, Opfer zu bringen. Die alten Priester sind tot, und zwar schon seit Jahrhunderten. Tote können niemandem mehr etwas tun. Aber es ist jemand hier in eurem Dorf. Ein Mensch, der noch lebt, dem es nichts ausmacht, andere umzubringen. Er tötete Mr. Bales und er bringt vielleicht noch jemanden um. Ich muss rauskriegen, wer das ist, und du musst mir dabei helfen. Verstehst du, Michael? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich kann Ihnen nicht helfen, Sir. Michael, jemand, dem du täglich begegnest, den du grüßt, mit dem du dich unterhältst, ist zum Mörder geworden. Und ich kann ihn nur überführen, wenn ich die Wahrheit über gewisse Dinge erfahre. Zum Beispiel über Jill Gracely. Über Jill? Jill ist tot. Das weiß ich. Aber ich möchte auch wissen, was hier passiert ist. Passiert? Keine Ahnung. Niemand weiß das. Und man darf darüber auch nicht sprechen. Ganz im Gegenteil. Ich finde, darüber muss man endlich reden. Sag mir, was du weißt. Er schaut ihm fest in die Augen. Jill ist ertrunken. Sie war ein bisschen schwach im Kopf. Sie konnte überhaupt nichts dafür. Ich verstehe nicht. Wofür konnte sie nichts? Sie hätten sie da nicht hinbringen dürfen. Wenn man sie nicht gezwungen hätte, da mitzumachen, wäre sie jetzt nicht tot. Zum Keltengrab, meinst du? Und du glaubst, dass ihr Tod damit zusammenhängt, ja? Wurde sie von Reverend Clarks Schwester und von Orm dorthin gebracht? Ich weiß von Mr. Wormold, dass sie verheiratet waren. Haben die mit der Sache zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ein alter Mann trug ein Kreuz. Er hielt es aber verkehrt rum. Er sang, aber ich verstand es nicht. Und die beiden anderen führten Jill. Du hast nie jemandem gesagt, was sie getan haben? Ich wollte es vergessen. Und dann? Was geschah mit Jill? Sie war verschwunden. Ich habe keinem Menschen was gesagt. Aus Angst. Sie haben sich alle so merkwürdig aufgeführt. Danke, Michael. Schwarze Magie? Ja. Reverend Clarks Schwester und Orm. Ich vermute, sie terrorisierten den alten Mann so, dass er Angst bekam und nicht mehr sah, was um ihn herum vorging. Was nun, Herr Vicar? Ich frag mich, woher haben Sie diesen Unsinn? Und ich frag mich vor allem, wohin er führen soll. Zu Jill Gracelys Verschwinden. Paul meint, dass die drei einen Helfer gebraucht haben und das arme Mädchen gezwungen haben, mitzumachen. Dann ging vermutlich was schief und man musste sie loswerden. Das sind doch alles nur Vermutungen, vage Vermutungen. Er versucht, die Wahrheit rauszufinden.
Ich kann Ihnen nicht helfen. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Steve, guten Abend. Guten Abend, Herr Vicar. Ich war den ganzen Nachmittag bei der Polizei. Der arme Norman. Deine Vermutung war richtig. Aufgrund des gerichtsmedizinischen Gutachtens wird der Fall jetzt als Mord behandelt. Wieso? Was haben Sie festgestellt? Wir sind zusammen losgefahren. Sie müssen gleich hier sein, dann werden Sie es selbst hören. Damit ist wohl alles klar. Herr Vicar, warum sagen Sie nicht, was mit Jill Gracely passiert ist? Ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Mir ist immer erzählt worden, sie sei ins Wasser gegangen. Ihr Tod hatte mit schwarzer Magie zu tun und Sie wissen das. Also gut, ich hab's vermutet. Ja, ich gebe zu. Sie sind der Wahrheit ziemlich nahe gekommen. Seit 2 Jahren belastet mich diese furchtbare Geschichte. Es stimmt, Sie hielten schwarze Messen ab, unten in unserer Krypta. Mit Tieropfern für die alten Götter und ähnlichem kindischen Unfug. Und Jill Gracely ist dazu gezwungen worden. Wieso bestanden Sie denn nicht auf einer Untersuchung? Weil es nicht den mindesten Beweis dafür gibt. Außerdem musste ich die zerfallene Gemeinde wieder zusammenführen. Musste versuchen, Geld für die Restauration zu bekommen. Ein Skandal hätte meine Arbeit völlig unmöglich gemacht. Und deswegen haben Sie geschwiegen? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ich begreife euch nicht. Es geht um den Mord an Norman. Eben. Er hat auch seine Freizeit damit verbracht, in der Gruft zu graben. Ja, und darüber geschrieben. Und ich glaube, dabei hat er irgendetwas Verdächtiges gefunden, was auf die schwarzen Messen oder Jills Tod hinwies. Irgendjemand ist um den Ruf ihrer Kirche oder um seinen eigenen Kopf sehr besorgt. Michael, dein Abendessen ist fertig. Na komm, sonst wird es kalt. Sag mal, hörst du schlecht? Michael! Die Gerichtsmediziner haben festgestellt, er war bereits tot, als er in die Gruft stürzte. Durch einen Schlag auf den Hinterkopf. Und diese Verletzung hat er nicht durch herabstürzende Mauerbrocken bekommen? Sie scheinen davon nicht besonders überrascht zu sein, Mr. Temple. Es ist mir aufgefallen, dass er unten in der Gruft lag und sein Werkzeug war oben. Alle Achtung. Er wurde also von hinten überfallen, niedergeschlagen, man warf ihn in die Gruft und dann wurde das Mauerwerk losgebrochen. Jetzt brauchen wir für diesen Mord nur noch ein Motiv. Wie wär's mit Angst vor Entdeckung? Wie bitte? Vor ein paar Jahren ist hier angeblich ein junges Mädchen im Fluss umgekommen. Ich weiß, es wies alles auf Selbstmord hin. Der Fall wurde von uns untersucht. Ich bin davon überzeugt, dass das ebenfalls ein Mord war. 3 Personen waren daran beteiligt. 2 davon sind gestorben, aber der 3. lebt immer noch unter uns. Und ich weiß ziemlich genau, wer das ist. Wirklich, Mr. Temple? Na gut, dann helfen Sie mir mal ein bisschen weiter. Bisher haben wir nur festgestellt, dass Bales überhaupt keine Feinde hatte. Hallo? Ja, Herr Vicar? Nein, er ist nicht hier. Wann? Ja, ich verstehe. Der kleine Michael Roth ist verschwunden. Augenblicklich wurde eine fieberhafte Jagd nach dem Jungen durchgeführt. Sie begann in der Krypta. Michael! Michael? Mr. Wormold, was machen Sie denn hier? Ich suche Michael. Mrs. Gracely. Sie wusste zu viel, nicht wahr? Ja, sie hat alles gewusst. Sie hat gesagt, dass sie zur Polizei geht. Und ich konnte sie nicht davon abhalten. Was wollten Sie mit ihr tun? Sie dort unten begraben. Wo auch Jill begraben ist. Aber Jill wurde von uns nicht umgebracht. Sie starb vor Schreck. Warum habt ihr sie dann verscharrt? Um meine Frau zu beschützen und wegen meines guten Rufs. Das müssen Sie verstehen. Mein Vater und mein Großvater waren ja schon Küster. Die Familie Orm hat diese Kirche erhalten. Ich weiß, seit dem 17. Jahrhundert waren die Orms hier Küster. Erst wollte ich ans Keltengrab gehen und dann wollte ich plötzlich Orgel spielen. Ich hätte alles dafür gegeben, um wenigstens noch einmal auf der Orgel spielen zu dürfen. Und deswegen kam ich her. Ich verstehe dich sehr gut. Geh jetzt schlafen. Und komm morgen her. Ich habe die Nase voll vom Landleben, sagte Stiefelchen am Abend zu Paul, bevor sie schlafen gingen. Und am nächsten Tag reisten beide ab, wohin? Nach Saint-Tropez, in die Sonne. Ob dort ein Verbrechen wartet, wollt ihr wissen? Wer weiß. Es ist unmöglich, von Hörmann zu nicht gefesselt zu sein.